Caesar wurde am 13. Juli des Jahres 100 geboren. Die Prognosen lauteten auf eine mittlere Laufbahn. Mit etwas Glück würde es der junge Caesar zum Prätor bringen. Vielleicht reicht es auch nur zum Quästor. Der angeheiratete Onkel aus Apinum war zwar schon 5-mal zum Konsul gewählt worden, aber er war ein Homo Novus, ein Aufsteiger, den die Kriegswirren nach oben gespült hatten. Der Vater saß im Senat und war Quästor gewesen. Doch in ihrer langen Geschichte waren nur 2 Ahnen aus der patrizischen Familie bis zum Konsulat aufgestiegen. Das war jedoch zu lange her, um Glanz zu verbreiten. Caesars Mutter, Aurelia, stammte aus einer Familie, die immerhin schon die doppelte Anzahl an Konsuln vorzuweisen hatte. Der letzte von ihnen hieß Lucius Aurelius Cotta und war Caesars Großvater. Das aber half auch nicht. Über Caesars Kindheit wissen wir so gut wie nichts. Er wuchs heran wie jeder andere Aristokratensohn dieser Zeit. Die ersten Lebensjahre verbrachte er unter der Obhut der Mutter und ihrer Bedienerinnen. Im Alter von etwa 7 Jahren besuchte er den Elementar und von etwa 10 bis 15 den Grammatikunterricht. Im Alter von 15 oder 16 Jahren erhielt der junge Caesar die Männertoga, das heißt, er wurde mündig. Unter der Anleitung einer mit der Familie befreundeten Persönlichkeit begann er dann eine ungefähr einjährige politische Lehrzeit, die ihn mit den staatlichen Institutionen vertraut machte. Die Römer nannten dieses Lehrjahr Tirocinium Fori, Rekrutenzeit auf dem Forum. Der richtige Kriegsdienst schloss sich daran im Allgemeinen an. Kindheit und Jugend des nachmaligen Diktators verliefen in der Anonymität, die das Desinteresse der antiken Historiker an dieser Altersstufe garantierte. Nur eine Nachricht erscheint erwähnenswert. Noch im Knabenalter wurde Caesar verlobt. Das Mädchen hieß Cossutia und stammte aus einer Ritterfamilie, von der nur bekannt ist, dass sie reich war. Darin lässt sich auch der Grund der Verlobung sehen. Caesars Vater starb im Jahre 85 in Pisae. Für den damals 14-jährigen Sohn begann bald danach die erste große Krise seines Lebens und es ist eine Überraschung, dass er sie überhaupt lebend überstand. Die Gefahr resultierte nicht aus dem Tod des Vaters, sie hatte mit 2 anderen Verwandten zu tun. Der Senat hatte dem Konsul des Jahres 88, Sulla, den Oberbefehl im Krieg mit Mithridates, dem König von Pontus, übertragen. Die Volksversammlung allerdings entzog Sulla das Kommando und übergab es dem 6-maligen Konsul Marius, einem Onkel Caesars. Sullas Anhänger rieten Marius vergebens, auf seinem Luxusgut bei Misenum zu bleiben. Sulla marschierte mit seinen vor Nola bereitstehenden Legionen vorerst nicht nach Asien, sondern gegen Rom. Im Straßenkampf eroberte er Haus für Haus und schließlich die Stadt. Marius und seine engsten Freunde flohen und wurden als Staatsfeinde geächtet. Sulla demonstrierte militärische Macht und verlor die politische. Bei den Wahlen für das Konsulat von 87 fielen seine Kandidaten durch. Doch konnte er den Kriegszug gegen Mithridates nicht verschieben. Einer der beiden gewählten Konsuln hieß Cinna und war ein entschiedener Gegner Sullas. Der neue Konsul suchte die Gesetze des Alten zu unterlaufen und wurde vom Kollegen im Amt vertrieben. Er kehrte gewaltsam zurück im Bündnis mit Marius. Nun begann, was die Optimaten das Terrorregime Cinnas nannten. Die treibende Kraft mag Marius gewesen sein, der sich für Demütigung und Verfolgung durch seine Gegner rächte. Eine Zeit ohne Recht und Würde, weiß Cicero, und entsprechende Gräuelmärchen liefen in Rom um. Auf einen bloßen Wink des Marius hin habe seine Leibwache jeden missliebigen Bürger ermordet. Am 13. Januar 86 starb Marius an Altersschwäche. 12 Tage lang war er noch Konsul gewesen. Cinna wurde 2 Jahre später von meuternden Truppen erschlagen. Caesar verlor nach seinem Onkel auch seinen Schwiegervater, denn er hatte wenig vorher Cornelia, die Tochter Cinnas, geheiratet.
In Italien liefen die Vorbereitungen für den Bürgerkrieg, denn Sulla hatte inzwischen Mithridates besiegt und schickte sich an, die ihm ergebenen Truppen nach Italien überzusetzen. Die Position des jungen Cäsar verschlechterte sich in dem Maße, in dem die Furcht vor Sulla wuchs. Die beschriebenen Ereignisse verhinderten offenbar, dass der junge Cäsar sein erstes Amt antreten konnte, für das ihn noch Cinna und Marius auserkoren hatten. Er sollte Flamen Dialis, also Priester des Jupiter, werden. Das bedeutete viel Ehre für einen jungen Kandidaten, war aber für die weitere Karriere eher hinderlich. Das Amt war bereits im Jahre 87 vakant geworden. Sein Inhaber, der greise Senator Lucius Cornelius Merula, der dem vertriebenen Cinna widerrechtlich im Konsulat gefolgt war und nun nach dessen Rückkehr die Repressalien der Popularen fürchtete, hatte Selbstmord begangen. Dies belastete die Sache zusätzlich. Der junge Cäsar war nur Objekt im politischen Spiel seiner Verwandten, zu dem auch die Ehe mit Cornelia gehörte. Der künftige Jupiterpriester durfte nur eine Patrizierin heiraten, und so war die Trennung von Corsutia erforderlich, die dem Ritterstand entstammte. Vielleicht entging Cäsar dem Schicksal des Merula nach dem späteren Sieg der Optimaten nur, weil er ihm nicht im Priesteramt nachgefolgt war. Er wurde jedenfalls nicht inauguriert. Mit dem Jahr 84, in dem der junge Cäsar erwachsen geworden war, begann das Warten auf Sulla. Als dieser am 1. November 82 mit der Schlacht an der Porta Collina vor den Mauern Roms die Entscheidung zu seinen Gunsten erzwang, war Cäsars Zukunft daher höchst ungewiss. Sulla war gekommen, die Republik vom Regime der Marianer zu befreien. Gegen Terror half seiner Meinung nach nur noch größerer Terror. Bereits 2 Tage nach dem Sieg ließ Sulla etwa 6.000 seiner Gegner in ein Gehege auf dem Marsfeld treiben und dort abschlachten. Schlimmer als der Diktator, der er bald wurde, waren freilich die Kriegsgewinnler, die sich ihm angeschlossen hatten und nun den Lohn forderten. Verdächtig war ihnen jeder, der ein Landgut hatte, das zu konfiszieren sich lohnte. Sulla musste die Geister, die er gerufen hatte, zufriedenstellen. Zu seinem Erbe zählen die Proskriptionen. Proscriptio bezeichnete zunächst nur die öffentliche Bekanntmachung von Gütern, war also eine Vermögenskonfiskation. Nun wurden mit den öffentlich ausgehängten Listen Menschen geächtet. Wer auf der Liste stand, galt als vogelfrei. Sein Besitz verfiel dem Staat und wurde versteigert. Sulla zelebrierte den Schrecken, indem er ihn sukzessive verbreitete. Wer politisch verdächtig war oder reich genug, um es zu werden, konnte Tag für Tag zum Forum gehen, um sich zu überzeugen, ob er abends noch leben würde. Der Historiker Appian hat genaue Zahlen. 30 Senatoren und 1600 Ritter fielen den Proskriptionen zum Opfer. Insgesamt standen rund 4700 Bürger auf den Listen. Cäsar zählte zu den üblichen Verdächtigen. Er war bereits im 19. Lebensjahr, sein Alter schützte ihn also nicht mehr. Doch besaß er auch kein Gut, das zu konfiszieren sich lohnte. Er verlor aber die Mitgift seiner Frau und den Anspruch auf Erbschaften aus ihrer Familie. Sofern er noch Hoffnung auf die in Aussicht genommene Priesterwürde hatte, erledigte sich diese endgültig. Gefährlich wurde ihm aber, dass er die Forderung des Diktators entschieden ablehnte, sich scheiden zu lassen. So wuchs die Gefahr wieder und Cäsar floh vor einer möglichen Festnahme aus Rom. Die Quellen dramatisieren die Geschichte. Die sullanischen Patrouillen dicht auf den Fersen sei er von Versteck zu Versteck gehetzt. Entkommen sei er letztlich nur, weil er die ausgesandten Spürhunde mit großen Geldsummen bestach. Schließlich gelang eine Vermittlung. Cäsar war begnadigt, aber noch war die Gefahr nicht ganz ausgestanden. Er musste sich unter Aufsicht an der Front des Imperiums bewähren. Diese lag damals in Kleinasien. Mithridates war geschlagen und hatte sich zurückgezogen. An der Küste hielten sich aber noch einzelne ehemalige Verbündete, wie die Stadt Mytilene auf Lesbos. Die erste Aufgabe führte in die Etappe.
Er wurde zum König Nikomedes IV. Von Bithynien beordert, um von dort eine Flotte zum Einsatzort auf Lesbos zu bringen. Beim Sturm auf Mytilene war der junge Cäsar in vorderster Front dabei und bildete damit eine Ausnahme unter seinen Standesgenossen, über die er sich später verächtlich äußerte. Cäsar kehrte daraufhin sofort nach Bithynien zurück. Nach der strengen Erziehung lockte ihn offenbar das großzügige Leben am bithynischen Königshof. Schnell verbreiteten sich Gerüchte. Es sei nicht allein der Hof, sondern auch der König, die ihn dorthin zogen. Er wurde diese Nachrede nie mehr los, und je mehr er es versuchte, desto hartnäckiger hielt sie sich. Cäsar blieb in Kleinasien, während die Statthalter wechselten. Der neue Statthalter von Kilikien hieß im Jahre 78 Servilius Vatia. Und er ging, wie seine Vorgänger, energisch das größte Problem dieser Provinz an, die Seeräuberei. Cäsar nahm an dem Feldzug teil und wartete ansonsten auf Nachrichten aus Rom. Schon 78 kam das erhoffte Signal zum Aufbruch. Der Diktator war tot. Cäsar kehrte sofort zurück. Eine neue Politik schien möglich. Einer der früheren Günstlinge Sullas, Aemilius Lepidus, wandte sich von seinem toten Förderer ab und versprach, enteignetes Land zurückzugeben, Verbannte zurückzurufen, überhaupt sullanische Gesetze zu annullieren. Für Lepidus garantierte Cäsar als enger Verwandter von Marius und Cinna weitere Anhängerschaft, und so bemühte er sich, ihn zu gewinnen. Cäsar war klüger. Er wusste, dass noch zu viele Nutznießer der Diktatur in Amt und Würden und die Zeiten nicht reif waren, die Entwicklung zurückzudrehen. Deshalb ließ er sich auf keine Abenteuer ein. Er sollte Recht behalten. Lepidus imitierte Sulla, marschierte ebenfalls auf Rom und war im Jahre 77 tot. Cäsar konnte sich nur langsam profilieren. Nach den militärischen Erfahrungen musste er sich nun als Redner und Jurist erweisen. Eine entsprechende Ausbildung hatte er erhalten. Es war gar nicht notwendig, die von ihm angestrengten Prozesse auch zu gewinnen. Wichtig war nur die Aufmerksamkeit, die der Anwalt auf sich zog. Seine ersten Gegner waren Repräsentanten des alten Systems. Cornelius Dolabella, der Konsul des Jahres 81, und Gaius Antonius, der spätere Mitkonsul Ciceros. Obwohl er beide Prozesse verlor, wird seine Zielrichtung klar. Cäsar wollte die Familientradition wahren und sich einer popularen Politik verschreiben. Dadurch gewann er rasch Sympathien in der Plebs. Cäsar konnte zufrieden sein, vielmehr war bei den ersten Auftritten nicht zu erwarten gewesen. Immerhin war er auch als Redner ein Anfänger und immer noch ohne Senatssitz. Dazu musste er erst 30 Jahre alt und Quästor werden. Cäsar vertrieb sich die Wartezeit mit einer neuen Reise in den Osten. Im Jahre 75 brach er zur Insel Rhodos auf. Bithynien stand ebenfalls auf dem Programm. Die Gewässer, durch die der Seeweg führte, galten den Römern als verseucht von Piraten. Cäsar fuhr im Winter, denn zu dieser Jahreszeit war das Risiko etwas geringer, weil auch die Seeräuber die Stürme der Ägäis fürchteten. Dennoch war seine Reise bereits in der Nähe der Insel Pharmakussa, südlich von Milet, zu Ende. Piraten hatten das Schiff mit dem wertvollen Aristokratensohn aufgebracht und versuchten nun, für ihn Lösegeld zu erpressen. Die seltsamste Episode in dem an Abenteuern reichen Leben Cäsars begann, und die Biografen haben sie in relativ ausführlicher Weise erzählt. Die erzählte Geschichte kann in ihrem Kern von niemand anderem als von Cäsar selbst stammen. Er ist der einzige Zeuge. 38 Tage lebte er so bei ihnen, und sie schienen eher seine Leibwache, als er ihr Gefangener zu sein. So furchtlos trieb er Spiele und sportliche Übungen mit ihnen. Er schrieb Gedichte und Reden und trug sie ihnen vor, und diejenigen, die ihm keine Bewunderung dafür zollten, nannte er frei heraus ungebildete Kerle und Barbaren, und oftmals drohte er ihnen lachend, er werde sie aufhängen lassen. Die Piraten hatten ihren Spaß daran und hielten seine freimütigen Reden für harmlosen Scherz ohne weitere Bedeutung.
Sobald jedoch das Lösegeld aus Milet eingetroffen und Cäsar frei war, mietete er sofort einige Schiffe im Hafen von Milet und fuhr gegen die Seeräuber aus. Er fand sie noch bei der Insel vor Anker liegen und nahm die meisten von ihnen gefangen. Ihr Geld beschlagnahmte er als seine Beute. Die Männer aber brachte er nach Pergamon ins Gefängnis und reiste selbst zu Iuncus, dem Statthalter der Provinz Asia, der die Gefangenen abzuurteilen hatte. Dieser war von dem Geld sehr angetan. Es handelte sich um eine beträchtliche Summe. Aber was die Gefangenen anging, so erklärte er, er wolle sich bei Gelegenheit einmal ihrer annehmen. Daraufhin nahm Cäsar ohne Rücksicht auf ihn die Sache selber in die Hand, reiste nach Pergamon zurück und ließ die Seeräuber alle ans Kreuz schlagen, wie er es ihnen scheinbar im Scherz auf der Insel so oft vorausgesagt hatte. Einige Fragen ließ Cäsar offen. Sie sind vordergründig juristischer Art. Doch letztlich ging es im Konflikt mit dem Statthalter Junius Iuncus profanerweise um das Geld, das Cäsar damals nicht hatte. Letztlich setzte er sich aber durch. Das Lösegeld zahlte er an die kleinasiatischen Städte wohl nicht zurück. Immerhin hatten sie ihre Aufgabe, den Schutz der Küste, vernachlässigt. Hinzu kam die Beute, die Cäsar in den aufgebrachten Piratenschiffen beschlagnahmen konnte. Noch von Rhodos aus, wo er, wenn auch verspätet, doch noch gelandet war, soll ihm 74 eine weitere Ruhmestat gelungen sein. Mithridates hatte damals erneut, zum dritten und letzten Mal, den Krieg gegen Rom eröffnet. Vorausabteilungen des Königs wurden in die Provinz Asia entsandt, um Unruhe zu stiften. Auf die Nachricht von der Invasion fuhr Cäsar sofort zum Festland hinüber, sammelte auf eigene Faust Truppen und rettete Asia. Die Reaktion des eigentlich zuständigen Statthalters ist unbekannt. Etwas später, etwa im Jahre 73, vermeldet eine Inschrift den Aufenthalt Cäsars in der südpeloponnesischen Hafenstadt Gytheion, der von dort aus Maßnahmen im Kampf gegen die Seeräuber koordinierte. Von Gytheion führen die Spuren dann wieder nach Rom. Hier hatte inzwischen das Priesterkollegium der 15 Pontifices Cäsar in Abwesenheit für einen verstorbenen Konsular in seinen Kreis aufgenommen. Der Verstorbene, dessen Stelle neu besetzt werden musste, war ein Neffe von Cäsars Mutter Aurelia. Die Verwandtschaft mag geholfen haben. Das Erbe des Marius und des Cinna spielte keine große Rolle mehr. Für das Jahr 71 wählte das Volk Cäsar mit hoher Stimmenzahl zum Militärtribunen. Er konnte mit seinen Kollegen im Amt eine Legion befehligen. Erwähnenswert ist das jedoch kaum. Das Militärtribunat war eine untergeordnete Station in der Laufbahn eines römischen Aristokraten. Cäsar agierte in den 70er Jahren vorsichtig, aber nicht so, dass ihm in Zeiten eines nicht mehr so fernen politischen Wechsels Opportunismus nachgesagt werden konnte. Er befürwortete einen Antrag des Tribunen Plautius, den Anhängern des Lepidus und des Sertorius die Rückkehr zu gestatten. Das war ein Beitrag zur Versöhnung. Als Cäsar schließlich Kräfte unterstützte, die den Volkstribunen wieder in seine alten Rechte einsetzen wollten, besaß dies schon nichts Aufrührerisches mehr, denn hinter diesen Kräften verbargen sich die mächtigsten Männer der Zeit, allen voran Pompeius. Pompeius wurde 106 geboren. Sein Aufstieg begann mit Sullas Rückkehr aus Asien im Jahre 82, als er, der damals nichts anderes war als ein reicher Privatmann, mit einem berühmten Vater aus der Klientel der Familie und den Veteranen des Vaters drei Legionen rekrutierte, um den Heimkehrer zu unterstützen. Ab da hielt sich Pompeius über drei Jahrzehnte, länger als jeder andere seiner Standesgenossen, im Zentrum der Macht. Seine vielfältigen militärischen Erfolge, ob in Sizilien, in Afrika, Spanien oder Asien, verstärkten seinen politischen Einfluss. Erst als das glanzvolle Feldherren-Image zu bröckeln begann, Cäsar die Siege für Rom errang, die vorher Pompeius gehörten, sank dessen Stern, ohne allerdings unterzugehen. Das freilich war in den 70er Jahren noch ferne Zukunft. Die Gegenwart hingegen so, dass ein Pompeius von Cäsar keinerlei Notiz nehmen musste.
Während sich dieser immer noch vor Sullas Fahndern versteckte, erhielt jener inzwischen auch Stiefsohn des Diktators bereits einen ersten Triumphzug zugesprochen. Während Caesar sich mit kilikischen Piraten herumschlug, kämpfte Pompeius, vom Senat mit einem außerordentlichen Kommando ausgestattet, gegen die letzten Gegner der sullanischen Reformen. Während Caesar unbemerkt von der Geschichte als Tribun mit rebellierenden Sklaven kämpfte, schlug Pompeius gleichsam en passant die Überreste des Spartakusheeres und schritt zum zweiten Mal als triumphierender Feldherr die Stufen zum Jupitertempel auf dem Kapitol hinauf. Nach ihren militärischen Erfolgen bewarben sich Pompeius und Crassus um das Konsulat des Jahres 70. Sie wurden die legalen Erben Sullas und in dieser Eigenschaft konnten sie daran gehen, die Reformen, die sie selbst so lange verteidigt hatten, wie sie ihnen nützlich schienen, wieder aufzubrechen. Der Kurs, den die Konsuln verfolgten, kam Caesar entgegen. Sicherlich gehörte er auch zu den Befürwortern eines Gesetzes, das der Prätor Aurelius Cotta Ende des Jahres 70 beantragte. Ihm zufolge mussten die Senatoren ihre Sitze in den geschworenen Gerichtshöfen, die ihnen Sulla zur ausschließlichen Nutzung zugesprochen hatte, nun mit Rittern und Ära-Tribunen teilen. Caesar war zu diesem Zeitpunkt bereits zum Quästor gewählt worden. Im Jahre 70 saß er in dieser Eigenschaft nun zum ersten Mal neben 19 weiteren Debütanten auf den harten Senatsbänken. Der Quästor war mit Fragen der Finanzverwaltung befasst, entweder in Rom selbst oder in einer der Provinzen als Gehilfe des Statthalters. Seine Hauptaufgabe aber war es, Ädil zu werden. Das war ein Nadelöhr in der Karriere, denn diese Stelle wurde nur an 4 Kandidaten pro Jahr vergeben. Caesar ging in die Provinz, und zwar in die Hispania Ulterior. Noch vor seiner Abreise nach Spanien hatte Caesar im Jahre 69 zuerst seine Tante Julia und dann seine Frau Cornelia begraben müssen. Die Tante war die Witwe des Marius gewesen. Dies nutzte Caesar, um sich beim Volk in das rechte populare Licht zu rücken. Sulla hatte über Marius eine Damnatio Memoriae, eine Tilgung des Andenkens, verfügt. Der Leichnam des Marius wurde aus dem Grab gerissen, seine Denkmäler gestürzt, alles das, was an ihn erinnerte, zerstört. Nun ließ Caesar nach langer Zeit des Verbots im Leichenzug wieder die Bilder des Marius zeigen. Die Sullaner empörten sich, das Volk jubelte. Caesars Risiko war nicht hoch. In Spanien lernte Caesar schnell. Und so war er der Quästur bald überdrüssig. Er bat um seine frühzeitige Entlassung und verließ das Land. In Rom angekommen, heiratete Caesar ein zweites Mal und die Überraschung war die neue Gattin, Pompeia. Nicht verwandt oder verschwägert mit Pompeius, besaß 2 berühmte Großväter, die sich im Jahre 88 das Konsulat geteilt hatten und die entschiedensten Gegner der Popularen gewesen waren. Pompeius Rufus und Cornelius Sulla. Sie hatten Cinna und Marius geächtet, verfolgt, ihre Gräber nach dem Tode geschändet. Umgekehrt hatten deren Anhänger den Vater der Pompeia erschlagen. Die Liaison mit Pompeia und den Optimaten währte aber nur kurz. Caesar ließ sich schon bald wieder scheiden. Was die Drohungen eines Diktators in der ersten Ehe nicht bewirkt hatten, das bewerkstelligte in der zweiten die Furcht, sich vor dem Volk lächerlich zu machen. 8 Jahre waren seit dem Seeräuberabenteuer vergangen. Das Problem blieb. Die Seeräuber hatten längst begonnen, ihre Geiseln auch an Land zu kidnappen. Sogar amtierende Prätoren gerieten mitsamt Dienern, Liktoren und Purpurgewändern in ihre Hand. Das spätestens war der Punkt, an dem die ganze Kriegsmaschinerie des Reiches gegen die Seeräuber eingesetzt werden musste. Es gab nur wenige, die einen solchen Auftrag übernehmen konnten. Und am Ende blieb nur einer übrig, als der Volkstribun Gabinius in der Volksversammlung seinen Gesetzesantrag vorlegte. Alle wussten, dass Pompeius mit Zustimmung des Volkes den Oberbefehl erhalten sollte, nur dieser selbst tat, als sei er über alles im Unklaren. Das Kommando sollte für eine Dauer von 3 Jahren übertragen werden. Dazu beantragte Gabinius einen Stab von 15 Legaten
und 2 Quästoren. Befehlsgewalt über alle Truppen und Flotten, eine Ausstattung von 36 Millionen Denaren, weiterhin Zugriff auf die Staatskasse und die Einnahmen der Zollverwaltung. Plutarch spricht davon, dass Pompeius eine fast monarchische Stellung eingeräumt worden sei. Ein solches Gesetz musste auf den Widerstand der Optimaten und der übergroßen Mehrheit des Senates stoßen. Aus einer quasi monarchischen Stellung konnte leicht die eines Diktators ohne Einschränkung werden. So liefen die Optimaten gegen den Antrag Sturm. Allein Caesar plädierte gegen die widerstrebenden Prätorier und Konsularen für das Gesetz. Das gefiel nur zweien, Pompeius und dem Wahlvolk, aber beide konnten ihm noch nützlich werden. Mehr Grund brauchte es nicht für seinen Auftritt. Der Senat erlitt eine schwere Niederlage. Nur 12 Jahre nach Sullas Tod zeigte sich, dass mit der Volksversammlung wieder gegen ihn, selbst wenn er geschlossen auftrat, Politik gemacht werden konnte. Das allein war wichtig für Caesar. Er sollte genau diese Methode in seinem Konsulatsjahr erfolgreich praktizieren. Der Antrag des Gabinius wurde angenommen. In einer weiteren Volksversammlung setzte Pompeius zusätzliche Befugnisse durch und entledigte sich dann seiner Aufgabe binnen 40 Tagen. In Asien ging der dritte Krieg gegen Mithridates nun ins 7. Jahr. Geführt wurde er unter dem Oberkommando eines Mannes, der heute nur noch kulturgeschichtlich in Erinnerung ist. Licinius Lucullus war wie alle, die in den 70er Jahren Amt und Würden hatten, als Anhänger Sullas nach oben gekommen. Als der Krieg gegen Mithridates Anfang 66 immer noch nicht beendet war, sah Pompeius eine Chance und drängte sich nach vorne. Und konsequent beantragte der Volkstribun Gaius Manilius, Pompeius mit dem Krieg gegen Mithridates zu betrauen. Das alte Kommando war noch nicht abgelaufen, als Pompeius schon ein neues erhalten sollte. Nun würden ihm einschließlich der dort kämpfenden Truppen auch die Provinzen unterstellt, in denen er noch nicht befehligte. In der Volksversammlung stimmten alle für den Antrag des Volkstribunen. Kein anderer Römer besaß in den Jahren zwischen Sullas und Caesars Diktatur so viel Macht wie Pompeius. Wieder hatte Caesar zu den streitbarsten Verfechtern des Gesetzes gehört. Wollte er nicht der Entwicklung hinterherlaufen, war es klüger, sich an deren Spitze zu setzen. Caesar unterstützte das Gesetz nicht Pompeius zuliebe, er tat sich selbst einen Gefallen. Der Weg zum Konsulat führte über Quästur, Ädilität und Prätur. Dazwischen aber lagen kleinere Ämter, durch deren publikumswirksame Besorgung sich ein Kandidat die Wahl zu den größeren erleichtern konnte. Im Jahre 67 wurde Caesar zum Aufseher für die öffentlichen Straßen, zum Curator Viarum, bestellt. Der Curator musste die Straßen instand halten und die anfallenden Bauarbeiten überwachen. Er konnte dabei leicht Unmut auf sich ziehen, bekam aber auch ebenso schnell Anerkennung, wenn er seinen Pflichten sorgfältig nachkam. Ein Jahr, nachdem Caesar sich als Curator bewährt hatte, wurde er zu einem der 4 Ädilen des Jahres 65 gewählt. Dieses Amt konnte auf dem Weg nach oben auch einmal übersprungen werden, doch bot es alle Chancen, sich bei der Plebs Urbana in Szene zu setzen. Der Aufgabenbereich des Ädils war auf die Hauptstadt beschränkt. Er agierte unmittelbar vor Publikum. Caesar beaufsichtigte mit seinen Kollegen Tempel, Märkte, Straßen, Plätze, Bordelle und Bäder der Hauptstadt. Nach den Senatsniederlagen Mitte der 60er Jahre war der Boden für eine wirkliche Provokation vorbereitet. Caesar nahm dazu den Unmut einiger Optimaten in Kauf. Heimlich ließ er in den Werkstätten Bildsäulen des Marius herstellen und sie mit Siegesgöttinnen und Trophäen schmücken. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurden die Statuen auf das Kapitol gebracht. Als Rom am nächsten Morgen erwachte, hatte es seine Sensation. Die Kunde verbreitete sich rasch, das Volk lief zusammen und begaffte die Goldstatuen. Die Anhänger des Marius, die 17 Jahre lang hatten schweigen und ihr Idol verleugnen müssen, kamen erst einzeln, fassten dann Mut und erschienen in immer größerer Zahl
als sie begriffen, dass Sullas Denunzianten keinen Adressaten mehr hatten. Sie begannen Beifall zu klatschen, viele weinten vor Freude und schließlich bejubelten sie Cäsar, den mutigen Neffen, der den Edikten, Gesetzen und Verboten des Senats trotzte. Dieser trat sofort zu einer Sondersitzung zusammen. Cäsar wehrte sich. Er war keineswegs isoliert. Eine Mehrheit des Senates folgte seiner Rechtfertigung. Der Sieg war doppelt. Wer noch nicht die Prätur erreicht hatte, tat sich schwer, in Friedenszeiten auf sich aufmerksam zu machen. Das einzige Forum war das Forum. Politische Ziele konnten in den Volksversammlungen, aber auch in Prozessen verfolgt oder zumindest propagiert werden. Einige Aktivitäten Cäsars aus dem Jahre 63 kennen wir. Sie zeigen, dass er sich ganz im Rahmen der institutionellen Möglichkeiten bewegte. Er versuchte auf dem üblichen Weg, sein populares Profil zu schärfen. In weiteren Aktionen präsentierte er sich ganz als Neffe des Marius. Als Quästor leitete er einen Gerichtshof, der mehrere Sullaner wegen Mordes zur Zeit der Proskriptionen verurteilte. Dies konveniert politisch mit dem ungefähr gleichzeitigen Antrag, die Söhne der Proskribierten wieder zu den Ämtern zuzulassen. Cäsar unterstützte ihn allerdings vergebens. Es ist die Addition kleinerer Aktivitäten, die Cäsar die Basis für seine weitere Karriere sicherten. Sie mussten im Einzelnen gar nicht erfolgreich sein. Wichtig war nur, dass Cäsar im Gespräch blieb. Der Erfolg zeigte sich im Jahr 63, dem Jahr, in dem Cicero Konsul war und Augustus geboren wurde. Cäsar trat zu zwei Wahlen an und gewann beide. Er wurde Prätor für das Jahr 62 und er wurde Pontifex Maximus. Die Konkurrenz, die er schlug, hatte Rang und Namen. Der Sieg brachte ihm aber nicht nur ein Amt, sondern erbitterte Feinde. Zu danken hatte er ihn seiner Popularität. Nur dort, wo diese nicht ausreichte, half er mit dem Einsatz von Geldmitteln nach. Der Historiker Sallust hat Catilina unsterblich gemacht. Es ist einer der gar nicht so raren Fälle, in denen der Geschichtsschreiber größer ist als der, den er zum Helden stilisiert. Cicero erfand eine Verschwörung und Sallust nutzte das Thema 20 Jahre später, um sich in den Wirren und Kämpfen nach Cäsars Tod als Mann des Ausgleichs zu empfehlen. Tatsächlich war die catilinarische Verschwörung nicht viel mehr als das in der späten Republik übliche Adelsgezänk um Geld und Posten. Catilina besaß beides nicht oder zumindest nicht in wünschenswertem Maße, und so versuchte er, was er auf legalem Weg nicht erreichte, mit etwas rigoroseren Mitteln zu bekommen. Zu keinem Zeitpunkt war die Republik in irgendeiner Gefahr. Das Bild Catilinas haben seine Gegner, allen voran Cicero, geprägt. Zweifellos war er weder nach antiken noch nach modernen Maßstäben das, was eine erfreuliche Erscheinung genannt wird. Aber das trennte ihn nicht vom Gros seiner Standesgenossen, sondern verband ihn eher mit diesen. Der Patrizier Catilina wollte genau das haben, was auch Crassus und Pompeius anstrebten, nämlich das Konsulat. Er erreichte wohl noch relativ mühelos die Prätur und erhielt als Provinz Afrika. Danach stockte seine Karriere, denn die Optimaten versagten Catilina ihre Unterstützung. Seine Kandidatur für das Konsulat von 65 wurde zurückgewiesen. Bei den Wahlen von 64 scheiterte er an Cicero und Antonius. Auch im Jahre 63 versuchte er nochmals den legalen Weg, vergebens. Catilina wollte in jenem Revolutionsjahr 63 zunächst nur eines, ganz legal zum Konsul gewählt werden. Dazu hatte er Chancen. Einer der amtierenden Konsuln, Gaius Antonius, trat für ihn ein. Cäsar und Crassus unterstützten ihn. Die Plebs war auf seiner Seite. Das wiederum rief die Optimaten auf den Plan. Dazu alle Ritter und Senatoren, die schuldenfrei waren, vielleicht sogar größere Summen verliehen hatten, Catilinas Ankündigungen allzu ernst nahmen und um ihren Besitz zu fürchten begannen. Sie besaßen genug Einfluss und Beziehungen, um die Wahl Catilinas zu verhindern, und sie besaßen einen eifrigen Agitator, die Trompete der Stadt, Cicero, die nun zum großen Halali blies.
Am Tag der Konsulwahlen erschien Cicero mit einer Leibwache auf dem Marsfeld. Dazu trug er gut sichtbar einen Brustpanzer unter dem Gewande. Catilina fiel bei der Wahl durch, und angesichts Ciceros abschreckender Maßnahmen fiel die Revolution aus. Catilina kehrte zunächst in den Senat zurück, nichts lag gegen ihn vor als Ciceros Verdächtigungen. Die Situation hatte sich jedoch verändert. Für Catilina gab es keine Hoffnung mehr auf eine erneute Kandidatur. Dies förderte ein Klima, das in Catilina den letztlich verzweifelten Plan reifen ließ, sich gewaltsam diktatorische Vollmachten zu verschaffen. Da er kein Heer hatte, das er auf sich verpflichten konnte, wollte er Rom sozusagen von Aufstandswilligen in Kampanien, Picenum, Apulien und Etrurien einkreisen lassen. Von Etrurien sollte der Aufstand seinen Anfang nehmen, um dann auf Rom überzugreifen. Cicero setzte den Senat unter Druck und erreichte, dass dieser am 21. Oktober den Staatsnotstand ausrief und die Konsuln aufforderte, den Schutz der Republik zu übernehmen. Viel mehr geschah aber zunächst nicht. Noch am 7. November saß Catilina im Senat und hörte sich persönlich Ciceros Vorwürfe an, der ihn eines Mordanschlages beschuldigte. Catilina verließ daraufhin die Stadt, ohne dass sich aber der Senat zu einem Beschluss gegen ihn durchgerungen hätte. Zu diesem Zeitpunkt hätte er zwar nicht mehr seine politische Karriere, vermutlich aber noch seinen Kopf retten können. Als Nachrichten von Truppenansammlungen in Etrurien Rom erreichten, erklärte der Senat Catilina schließlich doch zum öffentlichen Feind. Die Konsuln verfügten Aushebungen. Außer einer Art Mut der Verzweiflung hatten die Putschisten der Staatsmacht nichts entgegenzusetzen. Ihre Hoffnung auf die gleichzeitige Erhebung in Rom trug. Die Erhebung wurde so lange verschoben, bis Cicero einen schriftlichen Beleg für die Identität der Anführer besaß. Am 3. Dezember trat der Senat ein erstes Mal zusammen. 5 Redelsführer wurden verhaftet, der prominenteste war der Prätor Lentulus. Als die Festnahme bekannt wurde, kam es zu ersten Tumulten in der Plebs und unter den Sklaven. Parolen liefen um, die zur Befreiung der Gefangenen aufriefen. Der Senat traf sich wieder am 4. Dezember und wollte in der Sitzung am 5. Dezember eine Entscheidung treffen. Es wurde Cäsars Tag. Als Popularer unterstützte Cäsar Catilina lange Zeit. Alles andere wäre auf Unverständnis bei der gemeinsamen Klientel gestoßen. Die Situation änderte sich, als Catilina den legalen Weg verließ. Hier durfte Cäsar ihm nicht mehr folgen. Er war designierter Prätor und es gab keine Bürgerkriegssituation. Nach der Festnahme der 5 Catilinarier musste er sich von diesen distanzieren, ohne sich die Sympathien der Plebs zu verscherzen. Das war ein schwieriger Balanceakt und schon in der Sitzung des Senats vom 4. Dezember wurde Cäsar, wie schon vor ihm Crassus, zum Ziel heftiger Attacken. Die entscheidende Sitzung fand am 5. Dezember statt. Crassus meldete sich krank und blieb der Versammlung fern. Cäsar ging in die Offensive. Seine Gegner erwarteten einen kleinlauten Cäsar. Die Mehrheitsverhältnisse waren klar, die Nobilität wollte ein Exempel statuieren. Überraschungen schienen ausgeschlossen und so war Cicero schlecht vorbereitet. Cicero eröffnete die Sitzung in seiner Eigenschaft als amtierender Konsul und erstattete Bericht. Einen Antrag stellen konnte er nicht, doch verwies er auf die Verfügung des Staatsnotstandes vom 21. Oktober. Als erster tat der designierte Konsul Decimus Iulius Silanus seine Meinung kund. Und das war gleichzeitig auch der Antrag, über den abgestimmt werden sollte. Ultima poena, Höchststrafe, verkündete er. Es folgten, der Hierarchie entsprechend, eine Anzahl von Rednern, die sich dem Vorschlag anschlossen. Die Aufmerksamkeit war längst gesunken, als Cäsar zu sprechen begann. Die Sache schien entschieden. Niemand der Nobiles hatte daran gezweifelt, dass es kommen würde, wie es kam. Cäsar verteidigte die Catilinarier nicht, schon gar nicht rechtfertigte er ihre Pläne. Er trat jedoch gegen die sofortige Todesstrafe auf. Diese könne nur ein ordentlich eingesetzter Gerichtshof beschließen. Der Senat reagierte verwirrt.
In der Folge wendete sich das Blatt mehrmals, bevor nach mehrmaligem Eingreifen Ciceros der endgültige Beschluss der Todesstrafe gefasst wurde. Im Gefühl des Triumphes handelte der Konsul nun schnell. Sofort befahl er, alle Vorbereitungen für die Hinrichtung zu treffen. Höchstpersönlich holte er den Prätor Lentulus aus der privaten Bewachung ab und führte ihn zum Hinrichtungsraum, dem Tullianum. Das Volk war in Scharen zusammengelaufen und verfolgte schweigend den Zug. Zunächst wurde Lentulus von den bereitstehenden Henkern erdrosselt. Dann war die Reihe an den übrigen Catilinariern. Es dunkelte, als Cicero vor das Volk trat und mit dem alten Euphemismus »Vixerunt, sie haben gelebt« die Vollstreckung verkündete. Sieg und Niederlage am 5. Dezember waren nicht so einfach verteilt, wie es am Abend dieses Tages noch die meisten geglaubt hatten. Tatsächlich war der vermeintlich so schmählich unterlegene Cäsar der eigentliche Gewinner. In der Debatte war es nicht allein um die sofortige Hinrichtung von Verschwörern gegangen, sondern auch um ein unverzichtbares Prinzip der Popularen. Ein Gesetz aus dem Jahr 123 verfügte, dass jeder Bürger gegen magistratische Zwangsmaßnahmen an das Volk appellieren durfte. Die Optimaten widersprachen dem nicht grundsätzlich, behaupteten aber, der Staatsnotstand setze dieses Recht außer Kraft. Dagegen richtete sich Cäsars Auftritt am 5. Dezember. Er allein vertrat die popularen Positionen und so avancierte Cäsar über Nacht zum beliebtesten Politiker der Plebs. Als Catilina im Januar 62 im Kampf gegen römische Legionäre fiel, gehörte auch Cäsar zu seinen Erben. Mit der Hinrichtung der Catilinarier hatten sich die Fronten zunächst verhärtet. Cäsar stand ungeachtet oder wegen seines couragierten Auftritts im Senat vor einem schwierigen Jahr. Die Niederlage der Verschwörer würde ein Nachspiel haben und er würde zu den üblichen Verdächtigen zählen. Als amtierender Prätor besaß er allerdings mehr Möglichkeiten als andere, sich der erwarteten Angriffe zu erwehren. Verbündete hatte er dank seiner Beliebtheit in der Plebs durchaus. Der Wichtigste freilich wusste noch wenig davon. Cäsar musste erst seine Aufmerksamkeit erringen und wichtiger noch, er musste zeigen, dass er ihm nützlich sein konnte. So stand für ihn auch das Jahr 62 im Zeichen des Pompeius. Dieser führte im Osten Krieg und bereitete dem Senat mit jedem neuen Erfolg mehr Sorgen. Einen Pompeius, der die Senatsbänke drückte, glaubten die hohen Herren kontrollieren zu können. Ein Pompeius im Feld entzog sich ihrem Einfluss. Für Cäsar war das unerheblich. Er trat für Pompeius ein, um den Glauben zu verbreiten, auch Pompeius werde für ihn eintreten. Pompeius' Mann in Rom war Metellus Nepos und ihn unterstützte Cäsar folgerichtig. Der Plan war so einfach wie kühn. Mit einem geschickten Plebiszit hätte sich der Sieg der Optimaten am 5. Dezember 63 in eine Niederlage verwandelt. Plötzlich entpuppte sich Catilina als der Lockvogel, dem der Senat auf den Leim gehen sollte. Metellus beantragte, von Cäsar sekundiert, Pompeius sofort zurückzurufen, um Catilinas in Etrurien verbliebene Aufständische niederzuwerfen. Das bedeutete nahezu unumschränkte Macht für Pompeius. Im Senat herrschte Entsetzen. Cato schmeichelte zunächst Metellus, denn dieser besaß eine angesehene Verwandtschaft. Als dies nichts fruchtete, beschimpfte er ihn. Schließlich drohte er. Nur über seine Leiche werde Pompeius bewaffnet in die Stadt einziehen. Der Streit ging auf dem Forum weiter. In mehreren Volksversammlungen setzte sich Cäsar für den Antrag ein. Am Abstimmungstag herrschte wildes Gedränge. Diesmal aber behielt noch der Senat die Oberhand. Er erklärte wieder einmal den Notstand und drohte dem Tribun Metellus mit der Absetzung. Dieser verließ daraufhin Rom, um sich bei Pompeius in Asien zu beklagen. Auch Cäsar war vorläufig seines Amtes enthoben. Er zog sich in sein Haus zurück. Von dort organisierte er einen spontanen Auflauf seiner Anhänger, doch das war unnötig. Der Senat beließ es bei einer Machtdemonstration und setzte Cäsar wieder in sein Amt ein.
Cäsar fiel bei der Ausübung seines Amtes nicht auf, als Ende des Jahres endlich ein großer Skandal die allgemeine Stille beendete, war Cäsar nur eine Randfigur. Das, was für Monate die Gemüter in Rom erhitzte, begann als Sittenskandal, erweiterte sich zu einem religiösen Ärgernis und war doch letztlich eine versteckte politische Provokation. Der Mann, der den Skandal auslöste, war Clodius, ein Mitglied der Hocharistokratie. Das hätte bereits für eine rasche Karriere ausgereicht, aber der junge Patrizier war auch noch begabt. Er ging seine eigenen Wege und er ging sie, ohne es auf den Beifall der Optimaten anzulegen, den er wie alle Claudia leicht hätte bekommen können. Die Senatsfraktion verübelte ihm das, war aber ansonsten machtlos. Erst ihre Geschichtsschreibung konnte sich an Clodius rächen. Im Juli des Jahres 62 war Clodius ohne Schwierigkeiten in das unterste Amt gewählt worden, die Quästur. Seit Sulla die Voraussetzung für einen Senatssitz. In Rom sah Clodius in der Plebs Urbana seine Klientel und das verband ihn mit Cäsar. Beide waren in jenem Jahr Catilinas wichtigste Erben. Dies kann eine der Erklärungen für den Skandal sein, der in einer besonderen Nacht im Hause Cäsars begann. In derjenigen vom 4. auf den 5. Dezember. Nicht der Hausherr, sondern niemand Geringeres als eine Göttin, Bona Dea, hatte zu einem Fest in dieser Nacht geladen. Jährlich bat sie die Frauen Roms, speziell die der Oberschicht, sowie die Vestalinnen, zu einer gemeinsamen Feier. Das Quartier wechselte, denn es musste das Haus eines Prätors oder Konsuls sein. Cäsar war 62 Prätor und so durfte seine Frau Pompeia das Fest ausrichten. Bei ihrem Fest im Dezember überwogen aber bacchantische Züge. Wein, Gesang und Tanz bestimmten die Zeremonien. Die Fantasie beflügelte besonders, dass sie heimlich vollzogen wurden, dass alle Männer das Haus verlassen mussten. Während dieser Feier nun drang Clodius, als Hafenspielerin verkleidet, in Cäsars Haus ein und trieb sich, so Plutarch, auf dunklen Fluren herum, betrat aber keinen der Räume, der für die Feiern bestimmt war. Schließlich zog ihn eine einfache Dienerin wie einen Maulwurf ans Licht und brachte so die Sache ins Rollen. Was erboste die Optimaten so sehr, dass sie Clodius mit einem großen Prozess wegen Religionsfrevels bedrohten? Eine Kostümkomödie reicht nicht hin, um all die folgenden Aktivitäten zu erklären. Sie begannen damit, dass die neuen Konsuln im Januar 61 im Auftrag des Senats ein Gutachten des Priesterkollegiums bestellten. Dieses konservativ besetzte Gremium erklärte das Fest für entweiht und forderte seine Wiederholung. Clodius habe sich eines Religionsfrevels schuldig gemacht. Um diesen zu ahnden, sollte ein Sondergerichtshof einberufen, die Geschworenen nicht ausgelost, sondern vom Prätor ausgewählt werden. Zunächst geschah jedoch wenig. Während all der Aufregung fast unbemerkt, kehrte Pompeius aus Asien zurück. Er wurde kein zweiter Sulla, entließ sein Heer und versuchte politisch abzuschließen, was er militärisch begonnen hatte. Der Clodius-Prozess selbst hatte einen dramatischen Verlauf, an dessen Ende 31 Geschworene Clodius freisprachen. Das war eine veritable Niederlage der Optimaten, die umso schwerer wog, je klarer wurde, dass es um politische Dinge ging. Ob die Geschworenen, die für Clodius stimmten, dies alle aus Überzeugung taten, darf bezweifelt werden. Nachgeholfen hatten der Druck der Straße und das Vermögen des Crassus. Das spielte freilich am Ende keine Rolle mehr. Er, Clodius und auch Cäsar gingen als Gewinner aus der Affäre hervor. Für Cäsar hatte es lange nicht nach einem glücklichen Ende der Affäre ausgesehen. Das Jahr als Prätor endete schlecht und das Jahr als Proprätor begann nicht gut. Cäsar war sicherlich in die Aktion des Clodius nicht eingeweiht und sah sich als Besitzer des Hauses, das entweiht worden war, unvermutet in einen Skandal verwickelt und vor eine überraschende Alternative gestellt. Sie hieß Pompeia oder Clodius. Cäsar entschied sich für Letzteren und schickte seiner Gattin die Scheidungsurkunde. Über das private Problem,
das die Bonadea-Affäre stellte, konnte Caesar leicht hinweggehen. Nicht aber über das Politische. Als der Streit um das einzuschlagende Verfahren gegen Clodius Anfang 61 kein Ende nahm, hatte der Senat die Auslosung der Provinzen für die Promagistrate gestoppt. Caesar musste warten. Als endlich Anfang März die Entscheidung gefallen war und Caesar mit Hispania Ulterior eine Provinz erhalten hatte, die er schon aus der Zeit seiner Quästur kannte, tat sich eine neue Schwierigkeit auf. Caesar hatte seine Karriere auf Pump finanziert. Seine Verbindlichkeiten beliefen sich auf nicht weniger als 100 Millionen Sesterzen. Für alle Fälle leistete Crassus eine Bürgschaft von knapp 20 Millionen Sesterzen. Er wusste, es würde sich politisch und finanziell auszahlen. Die Nachrichten vom Ende des Prozesses erreichten Caesar bereits in Spanien. Er tat nun dies, was er am besten konnte, und er tat es mit der kurzen Unterbrechung seines Konsulats bis zu seinem Tode. Er führte Krieg. Als erstes erhöhte Caesar die Zahl seiner Truppen von 20 auf 30 Kohorten. Als zweites suchte er einen Kriegsgrund, um ohne Senatsgenehmigung Krieg führen zu können. Dafür konstruierte er eine Bedrohung für die römische Provinz. Mit seinen Truppen stieß er bei deren Abwehr sogar bis Brigantium in der Nähe des heutigen Coruña vor. Die Überlieferung spricht einstimmig von Sieg und reicher Beute. Die dankbaren Soldaten riefen Caesar zum Imperator aus, ein Ehrentitel, den der Feldherr in seiner Anrede hinter dem Namen führen durfte. Vermutlich errang Caesar seine spanischen Siege schnell und leicht, denn schon bald fand er Zeit für das, was seine eigentliche statthalterliche Pflicht war. Er löste Streitigkeiten zwischen den einzelnen Städten seiner Provinz und regelte per Verordnung anstehende finanzielle Fragen. Offenbar bewies er dabei eine glückliche Hand, denn bis hin zu seiner letzten Schlacht in Spanien im Jahre 45 besaß er dort eine Klientel. Als spanischer Statthalter brauchte er weniger als ein Jahr, um seine Aufgabe zur eigenen Zufriedenheit und derjenigen des Senats zu erfüllen. Noch bevor ein Nachfolger eingetroffen war, machte er sich auf die Reise nach Rom, das er im Juni 60 erreichte. Ihm stand ein Triumphzug in Aussicht, den er als Werbung für seine Kandidatur zum Konsulat für 59 zu nutzen gedachte. Er traf die Stadt im heftigen Streit zwischen Optimaten und Popularen an, dazwischen Pompeius, der von Letzteren umworben wurde, sich aber gerne Ersteren angeschlossen hätte. Im Januar 60 brachte der Volkstribun Flavius ein Ackergesetz ein, das die Veteranen des Pompeius und teilweise die Plebs Urbana mit Land versorgen sollte. Ackergesetze provozierten per se Widerstand, da Senatoren und Ritter um ihren Besitz fürchteten. So versicherte Flavius allen Besitzenden, inklusive derer, die sich an Sullas Proskriptionen bereichert hatten, niemand werde einen finanziellen Nachteil erleiden. Es fruchtete nichts. Die Optimaten fürchteten neue Vorteile für Pompeius und stellten sich quer. Über 5 Monate zogen sich die Streitereien hin, bis Pompeius schließlich kapitulierte. Mittlerweile war es Juni geworden und Caesar kam zum für ihn bestmöglichen Zeitpunkt in Rom an. Er und Pompeius waren gleichzeitig in Schwierigkeiten und das konnte den noch relativ unbekannten Aufsteiger für Roms ersten Mann interessant machen. An Caesars guten Wahlchancen für das Konsulat war nicht zu zweifeln. Unter den Gegnern machte sich allmählich die Einsicht breit, dass Caesars Erfolg nicht zu verhindern sein würde. So trachteten sie danach, ihm diesen wenigstens zu vergällen. Die erste Maßnahme dazu war so ungewöhnlich, dass die Forschung zeitweilig an einen Überlieferungsfehler glaubte. Ein Gesetz bestimmte, dass die pro-magistratischen Geschäftsbereiche, die den beiden Konsuln nach Ende der Amtszeit zugewiesen wurden, bereits vor der Wahl festgelegt werden mussten. Je reicher die ausgewählte Provinz, desto ehrenvoller das Mandat. Es wurde freilich nicht Gallien, wie Caesar wohl insgeheim erhofft hatte. Er übertrug den künftigen Konsuln die Aufgabe, sich um die Wälder und Triften Italiens zu kümmern. Das bedeutete, Caesar musste seine Feldzüge nicht gegen feindliche Barbaren führen,
sondern gegen italische Wühlmäuse und Wildschweine. Caesar nahm die Provokation hin, denn gegen den Beschluss gab es keine Interzession. Um Caesars Möglichkeiten als Konsul noch weiter einzuschränken, bildeten die Optimaten ein Kartell, das die Kandidatur des Bibulus unterstützen sollte, mit dem Caesar bereits während der gemeinsamen Ädilität und Prätur eine herzliche Feindschaft verbunden hatte. Anfang Juni 60 wurden Caesar und Bibulus gewählt. Für Caesar war es ein zweifelhafter Sieg. So wie die Dinge lagen, war sein Konsulat blockiert. Das Prokonsulat fand erst gar nicht statt. Er konnte versuchen, die Mehrheiten, die er im Senat nicht fand, in der Volksversammlung zu suchen. Seine Gegner besaßen aber viele Obstruktionsmittel. Er brauchte jetzt Verbündete aus der Nobilität. Nennenswerte politische Freunde aber hatte er mit Ausnahme des Clodius kaum. So konnten nur die weiterhelfen, die sich mit ihm, den Gegner, die Senatsmajorität teilten. Pompeius und Crassus. Das Jahr 59 wurde das aufregendste Jahr vor dem Bürgerkrieg. Ursache war ein geheimes Abkommen, das später als erstes Triumvirat in die Geschichte eingehen sollte. Pompeius, Caesar und Crassus schlossen ein Bündnis, dessen gemeinsamer Nenner so klein war, dass er an Dürftigkeit nicht zu unterbieten war. Im Staat dürfe nichts geschehen, was einem von ihnen schade. Wann Caesar an Pompeius herantrat, wissen wir nicht, wahrscheinlich aber bereits im Juni 60. Damals scheiterte, wie gesehen, das Ackergesetz, das Pompeius Veteranen versorgen sollte, endgültig. Für Caesar traf es sich günstig, dass auch Crassus mit seinem Versuch scheiterte, den Zollpächtern aus dem Ritterstand einen Preisnachlass zu erwirken. So bestand Caesars Kunst darin, Crassus und Pompeius zusammenzubringen und letzteren davon zu überzeugen, dass dies hilfreich war. Dies wird im Herbst des Jahres geschehen sein. Selbst wenn sich Widerstände unter seinen künftigen Verbündeten aufbauten, war Caesar motiviert genug, sie zu überwinden. Am 1. Januar 59 aber stand das dreiköpfige Ungeheuer, wie der Historiker Terentius Varro die Triumviren in Anspielung auf den mythischen Höllenhund Kerberos nannte, bereit. Und schon drei Monate später hatte auch Cicero es wahrgenommen. Am 1. Januar 59 trat Caesar sein Amt an. Er hatte sein Bündnis mit Crassus und Pompeius geschlossen, um seine und deren Interessen auch ohne den Senat durchsetzen zu können. Das entband ihn nicht davon, dies zunächst zu versuchen. Das Bündnis griff erst, wenn die Gegner zu keinerlei Kompromiss bereit waren. Noch im Januar brachte Caesar sein erstes Gesetz ein Ackergesetz. Das überraschte nicht. Seit dem Jahre 70 war es bereits der vierte Versuch, eine Antwort auf die Bodenfrage zu finden. Die zuständigen Volkstribunen hatten sich dabei um milde Anträge bemüht. Nichts sollte den grundbesitzenden Adel verschrecken. Auch Caesar hielt sich an diese Maxime: Wer besaß, besaß zu Recht. Statt wie früher von 10 Männern sollte nun die Landverteilung von einer 20er-Kommission organisiert werden. Caesar selbst verzichtete von vornherein auf einen Platz in der Kommission. Seine Botschaft war klar: Nicht ein neues Amt liege ihm am Herzen, sondern allein die Sache. Die Optimaten dachten an sich und glaubten ihm nicht. Offen widersprach niemand, aber auch niemand stimmte zu. Sie verzögerten die Abstimmung und Cato begann wieder eine Dauerrede, um in jedem Fall einen Beschluss zu verhindern. Kraft der Kompetenzen, die Caesar als Konsul hatte, beendete er die Rede und ließ Cato ins Gefängnis führen. Noch während dieser mit seinen Anhängern im Gefolge die Kurie verließ, begriff Caesar, dass dies für Cato der richtige und für ihn der falsche Weg war. Noch nie war ein Senator auf bequemere Weise zum Märtyrer geworden. Der Konsul ließ gegen seine eigene Entscheidung interzedieren. Cato war frei und Caesar endgültig bewusst, dass seine Ziele nur gegen den Senat durchzusetzen waren. Mit der Verweigerung des Senats war die Sache noch nicht entschieden. Caesar versuchte es ein letztes Mal mit Überredung. Vor der eigentlichen Abstimmung im Volk fanden mehrere Volksversammlungen statt, die aber keine Beschlüsse fassen durften. Die Magistrate traten auf, voran die Konsuln,
aber auch die großen Roms, die im Augenblick kein Amt hatten, Pompeius und Crassus. Wie im Senat befragte Caesar nun seinen Mitkonsul vor dem Volk nach seinen inhaltlichen Einwänden. Wieder wusste er keine. Nach seinem Abgang traten die Triumviren auf. Das Volk glaubte Pompeius und Crassus weiterhin verfeindet, und so wirkte es umso überzeugender, als sich beide scheinbar unabhängig voneinander für das Gesetz aussprachen. So wurde die Abstimmung anberaumt. Die Versammlung fand statt, und schon in der Nacht davor strömten die Anhänger der Triumviren zusammen und besetzten das Forum. Noch drohte ja die persönliche Interzession durch Bibulus oder durch gegnerische Volkstribunen. Bibulus erschien tatsächlich mit Gefolge und bahnte sich einen Weg zum Kastortempel, auf dessen Stufen Caesar zum Volk sprach. Als Bibulus Einspruch erheben wollte, kam es zum kalkulierten Eklat. Die aufgebrachte Menge zerbrach die Rutenbündel der Liktoren, stieß Bibulus und die ihn begleitenden Volkstribunen von den Tempelstufen, übergoss den höchsten Beamten eimerweise mit Mist. Die Verkündigung des Staatsnotstandes, die Bibulus antiken Quellen zufolge nun erwirken wollte, war ein schöner Traum der Optimaten. Pompeius hatte seine Veteranen zur Abstimmung nach Rom gerufen. Die Stimmung heizte sich auf. Cato und Bibulus standen allein. Die Senatoren legten sogar einzeln einen Eid auf das Ackergesetz ab, wie es eine Klausel darin verlangte. So war die Niederlage der Optimaten komplett. Es gibt viele Möglichkeiten, den Tag zu bestimmen, an dem der Marsch in den Bürgerkrieg begann. Der Tag, an dem Caesars erstes Gesetz beschlossen wurde, ist einer von ihnen. Seine Gegner begriffen, dass mit der bisher gebräuchlichen Interzession weitere Gesetze nicht zu verhindern waren. So verlegte sich Bibulus auf die Obnunciation, das heißt, er beobachtete den Himmel nach Vorzeichen, speziell nach Blitzen, deren Auftauchen, ob günstig oder nicht günstig, das Zusammentreten des Volkes in jedem Fall verhinderte und damit auch jede Beschlussfassung unmöglich machte. Bibulus musste nicht einmal sein Bett verlassen, um die ganze Gesetzgebung eines Jahres zu blockieren. Er konnte dies freilich nur juristisch. Caesars Gesetze waren illegal, wurden aber angewandt. Der Senat hätte sie für ungültig erklären können, doch fand sich dafür keine Mehrheit. Optimaten, die klarer denken konnten als ein Cato oder Bibulus, wussten, dass diese Situation auch an den Fundamenten ihrer Macht rüttelte. So scheint nicht ausgeschlossen, dass im Herbst des Jahres einige Optimaten an Caesar herantraten und ihm den Vorschlag unterbreiteten, er solle seine Gesetze ein weiteres Mal einbringen, ohne dass diesmal ihrerseits, also durch Bibulus, Obnunciation erfolgen würde. Die Aktion liegt im Dunkel. Sicher ist nur, dass die Sache nicht zustande kam. Im Übrigen hatte Bibulus ja bereits an allen Komitialtagen Blitze gesehen und damit eine Beschlussfassung der Volksversammlungen bis zum 29. Dezember für rechtswidrig erklärt. Die Optimaten wählten inzwischen eine neue Taktik. Wenn sie schon die Annahme eines Gesetzes nicht verhindern konnten, so dann doch vielleicht seine Realisierung. Sie verschleppten alle Maßnahmen und noch Ende der 50er Jahre wurde um die Aufteilung des Bodens gestritten. Crassus war der Nächste, der seinen Anteil forderte. Seit Monaten stand dieser bei den Steuerpächtern, den Publicani, im Wort, im Senat einen Nachlass auf die Pacht der asiatischen Einnahmen zu erwirken. Ihre Gesellschaften hatten die Wirtschaftskraft des schon lange unter römischen Kontributionen leidenden Kleinasien überschätzt. Sie hatten beim Zensor zu hoch geboten und einen Preis für die Einziehung der Steuern, der Naturallieferungen und Zölle bezahlt, der sich angesichts des teuren Apparates, den sie unterhalten mussten, nicht rechnete. Es drohten hohe Verluste. Nun konnte der neue Konsul die Sache vor das Volk bringen. Das Volk segnete ab, was Caesar wünschte. Das Gesetz über die Publicani hatte ein doppeltes Gesicht. Caesars Hilfe für Crassus und die Ritter war keineswegs so selbstlos, wie sie sich den Anschein gab. Das Gesetz sanierte nicht nur den Haushalt der Publicani, sondern auch den der Triumviren.
Die Publikani bildeten Gesellschaften und vergaben Anteilsscheine an Kleinkapitalisten oder an Hochvermögende. Senatoren war es verboten, mit diesen Anteilen zu spekulieren. Aber sie hatten, so sie wollten, genug Strohmänner aus dem Ritterstand, über die sich das erledigen ließ. Die Einnahmen aus Asien blieben aus. Es drohten stattdessen Ausgaben an die Staatskasse. Wer konnte, verkaufte seine Anteile. Cäsar und seine Freunde kauften. Der handstreichartig beschlossene Preisnachlass für die Staatspächter ließ den Wert der Aktien über Nacht hochschnellen. Ein Millionengewinn, von dem nur die Handgelder für die Strohmänner abzuziehen waren. Ein Pompeius oder Cäsar mehrten ihr Vermögen in größerem Stil. Vor allem beschränkten sie sich eben nicht auf ihre pro-magistratische Amtszeit. Ein Beispiel dafür ist der Handel, den sie mit dem ägyptischen König Ptolemaios XII. Tätigten. Seit langen Jahren versuchte dieser verzweifelt, die drohende Annektierung Ägyptens zu verhindern, indem er viel Geld nach Rom transferierte. Aus den Tresoren römischer Bankiers nahm es den kürzestmöglichen Weg in die Taschen römischer Politiker. Über all dem vergaß der Konsul Cäsar die Plebs. Für sie fielen vom königlichen Tisch nicht einmal Brosamen ab. Von einem popularen Konsul aber wurde mehr erwartet als Privatgeschäfte mit den Publikani oder mit pompösen Königen aus dem Osten. Von den Landzuweisungen profitierten eher die Veteranen des Pompeius als Bedürftige aus der Plebs. Diese erwarteten Getreidespenden, Mietsenkung und Erlass von Schulden, soweit sie denn überhaupt in der Lage waren, solche zu machen. So vermischte sich der Unmut des Volkes mit der Wut der Optimaten und erzeugte eine den Triumvirern wenig freundliche Stimmung. In den Straßen Roms wollten die Leute nicht mehr die Aushänge Cäsars lesen. Sie drängten sich stattdessen feixend vor den Kundmachungen des Bibulus, der sich über die privaten Affären seines Kollegen verbreitete, und davon hatte dieser nicht wenige. Für Cäsar, der den Beifall des Volkes gewohnt war, war dies neu. Im Theater wurde er ausgebuht, auf dem Forum geschnitten. Für den Augenblick brauchte Cäsar das Volk allerdings nötiger als dieses ihn. Und daher erinnerte er sich, dass er noch einen Verbündeten besaß, der seine Gunst in der Plebs noch nicht verspielt hatte. Clodius. Cäsar versuchte, ihm zu einem Amt zu verhelfen, für das dieser per Geburt ungeeignet war. Clodius war Patrizier. Und ein Patrizier durfte nicht Volkstribun werden. Dennoch hatte er nichts unversucht gelassen, dieses Amt bekleiden zu dürfen. Als einzige Möglichkeit blieb ihm die Adoption durch einen Plebejer. Das war eine rechtlich komplizierte Angelegenheit. Cäsar, Konsul und Pontifex Maximus in einer Person machte es aber kurz. Mittels eines von den Kuriatkomitien, einer schon lange nicht mehr gebräuchlichen Form der Volksversammlung, beschlossenen Gesetzes, wurde Clodius Plebeier und wenig später auch zum Volkstribun gewählt. Wie der Bürgerkrieg, so nahm auch der Gallische Krieg in Cäsars Konsulatia seinen Anfang. Im Unterschied zu jenem war dieser geplant. Cäsar war der Gastgeber im Konsulat und so bediente er sich als Letzter der Triumvir. Für die Zeit seines Prokonsulats brauchte Cäsar Provinzen, in denen er sich militärisch bewähren konnte. Diesmal trat Cäsar aber nicht persönlich vor das Volk. Er schickte einen Vasallen, Vatinius. Dieser war 59 Volkstribun und somit kam die Angelegenheit vor die Volksversammlung. Als Helfer sprang Pompeius ein. Cäsar erhielt das Kommando über zwei Provinzen mit unterschiedlichen Optionen. Die Gallia Citerior, das Land zwischen Po und Alpen, garantierte ihm, wenn er in den Wintermonaten den Amtspflichten des Statthalters nachging, die Verbindung zur Hauptstadt und beließ ihm die Möglichkeit, dort politischen Einfluss zu nehmen. Illyricum, an der Ostküste der Adria gelegen, bot dagegen das Terrain für militärische Bewährung in Sommerfeldzügen. Im April war der Statthalter der Gallia Narbonensis unerwartet gestorben. Die eine Überraschung zeitigte eine zweite. In Cäsars Konsulat geschah etwas, das von Popularen wie Optimaten gemeinsam akzeptiert wurde.
Im Senat stellte Pompeius den Antrag, Caesar als Nachfolger zu bestellen. Der Senat war des Widerstands müde und stimmte zu. Das war im Mai oder im Juni. Nach nur 5 Monaten hatte Caesar seine wesentlichen Ziele erreicht und präsentierte sich nun versöhnlich als Mann, dem nichts mehr als das Gemeinwohl am Herzen lag. Insgesamt erschlafften Caesars Aktivitäten während der zweiten Hälfte des Jahres. Er und seine Gegner waren des dauernden Streites satt und warteten vor allem darauf, dass das Konsulatsjahr des Julius und des Caesar, wie es einige Spötter tauften, zu Ende ginge. Die Bilanz der Triumviren sah am Ende des Jahres 59 unterschiedlich aus. Mit dem Prokonsulat von Gallien und Illyricum hatte Caesar den Krieg, den er wollte. Gegen wen er zu führen war, spielte für ihn keine Rolle. Dass Kriege auch verloren werden konnten, glaubte kein römischer Konsular. Auch Crassus nicht, der 59 nur das Rittergesetz auf der Habenseite verbuchen konnte, aber darauf wartete, das zweite Konsulat antreten und dann wie Caesar ins Feld ziehen zu können. Pompeius wiederum hatte das erfolgreich absolviert, aber nun fühlte er sich gekränkt. Das Bündnis mit Caesar hatte er eingehen müssen, weil niemand seine Siege im Osten anerkennen wollte. Zudem musste Pompeius für die Legalität aller Maßnahmen Caesars eintreten, denn ihre Aufhebung hätte auch ihn zu Fall gebracht. Mit dem Dezember 59 endet die Geschichte des politischen Caesar. Es beginnt die des militärischen. Das Konsulat ist der Wendepunkt. Aus glaubwürdiger Quelle schöpfend überliefert Sueton, Caesar habe, als er mit der Übertragung der Provinzen seine Ziele erreicht hatte, vor dem versammelten Senat erklärt, von nun an werde er allen auf den Köpfen herumtanzen. Nach dem Ende seiner Amtszeit blieb Caesar noch einige Zeit in Rom, um die Vorbereitungen für die gallische Statthalterschaft abzuschließen. Er verabschiedete sich von den Kollegen im Triumvirat, von seiner Tochter Julia und von der städtischen Plebs. Eine so große Unternehmung wie die Eroberung Galliens konnte Caesar nicht ohne Billigung und Unterstützung des Senats führen und schon gar nicht gegen dessen Widerstand. Er gibt als Motivation für den Krieg das an, was bei derlei Gelegenheiten schon immer angegeben wurde. Tradition und Beispiel des römischen Volkes verpflichteten ihn, alle Gefahren von Rom und den Provinzen fernzuhalten. Der Statthalter beruft sich auf den Schutz der Bundesgenossen und er spielt auf der Klaviatur der Ängste, die nach den Germanenstürmen des vergangenen Jahrhunderts noch wach waren. Die Germanen würden Gallien besetzen, dann die Provinz überrennen, schließlich Italien und Rom selbst angreifen. Als Caesar seinen Tatenbericht, die Commentarii, schrieb, war der gallische Krieg bereits entschieden. Er brauchte sich nicht mehr zu rechtfertigen, denn er berichtete von einem großen Erfolg. Ganze 15 Zeilen genügen Caesar in seinem berühmten Prolog über das dreigeteilte Gallien, um unmittelbar zum ersten Gegner seines Feldzuges überzugehen. Im Jahre 61 hatte das Volk der Helvetier seine Auswanderung beschlossen. Es siedelte erst in der zweiten Generation in einem Gebiet, das vom Genfer See, vom Jura und vom Rhein begrenzt wurde. Sie wollten sich neue Wohnsitze weit im Westen an der Atlantikküste suchen. Caesar eröffnete den Krieg, indem er in der Nähe des Zusammenflusses von Rhône und Saône die Provinzgrenzen überschritt. Er begründete dies mit einem Hilferuf der befreundeten Häduer, durch deren Territorium die Helvetier zogen und es angeblich plünderten. Der Ausgang des Kampfes stand zu keinem Zeitpunkt außer Frage. Das römische Heer war in allem überlegen. Nach dem Sieg schickte Caesar die Helvetier in ihre gerade aufgegebenen Wohnsitze zurück und schloss mit ihnen einen Vertrag. Caesars Sieg brachte weitere Konflikte. Ein Krieg gebar den nächsten. Eine pro-römische Fraktion der Häduer verschaffte dem Statthalter nun den Grund für einen weiteren Feldzug. Sie klagten, sie und andere Gallier würden durch die Germanen des Königs Ariovist unterdrückt, der den Rhein überschritten und sich nun links des Flusses festgesetzt habe. Caesar kannte Ariovist. Er war erst im Vorjahr vom Senat als befreundeter König anerkannt worden,
auf Vorschlag Cäsars. Vor die Wahl zwischen zwei Verbündeten gestellt, entschied sich Cäsar gegen Ariovist, denn dieser und das von ihm unterstützte Volk der gallischen Sequaner stand in einer weiteren Machtausdehnung der Römer nach Norden im Wege. Ohne Mühe wurden die Truppen des Ariovist geschlagen, der König, propagandawirksam, über den Rhein zurückgedrängt. Der Eroberer Galliens präsentierte sich als dessen Befreier. Niemand in Gallien machte sich im Winter 58-57 Illusionen über die weitere römische Politik. Cäsars Legionen blieben auch nach dem Sieg über Ariovist im Land. Das allein signalisierte eine Fortsetzung der Invasion. Die benachbarten Völker rüsteten sich für diesen Fall. Cäsar sah erneut eine Verschwörung gegen das römische Volk, diesmal allerdings durch Landesfeinde, die Belger. Mit Umsicht bereitete er die große Schlacht vor, indem er die Masse der Gegner auseinanderdividiert, sie mit unblutigen Maßnahmen schwächt und mit der bloßen Demonstration waffentechnischer Überlegenheit in Schrecken versetzt. In dieser Auseinandersetzung siegte Cäsar dreifach: diplomatisch, in der offenen Feldschlacht und im Belagerungskampf. Und als auch noch die Legaten die Unterwerfung der Küstenvölker meldeten, stand für Cäsar fest: ganz Gallien ist befriedet. Doch Cäsar irrte. Gallien war noch keine Provinz. Es war noch nicht einmal erobert. Das dritte Kriegsjahr verlief ruhiger, allerdings nicht so ruhig, wie Cäsar es erwartet hatte. Immerhin hatte er schon die Befriedung des Landes in Rom verkünden lassen. Das Jahr 56 ist das Jahr, in dem Cäsars Legaten die Hauptarbeit verrichteten. Im Winter 57-56 hatte Cäsar beschlossen, die Verhältnisse in seiner illyrischen Provinz genauer kennenzulernen. Kaum in den Osten abgereist, erreichten ihn jedoch Nachrichten von einem Aufstand im westlichen Gallien. Die Veneter bewohnten schwer zugängliche Dörfer und Städte an der Atlantikküste. Ohne selbst die Örtlichkeiten gesehen zu haben, verfügte er noch von Oberitalien aus den Bau seetüchtiger Kriegsschiffe im Unterlauf der Loire, ließ Ruderer aus der Provinz kommen sowie See- und Steuerleute anheuern. Er isolierte den Gegner und wagte, als er begriffen hatte, dass die Eroberung einzelner Städte kein Ergebnis brachte, die Seeschlacht. Die Römer gewannen, die Veneter ergaben sich, Cäsar machte den sprichwörtlich kurzen Prozess. Er ließ den gesamten Senat der Aufständischen hinrichten und verkaufte die übrige Bevölkerung in die Sklaverei. Der Vernichtung der Veneter folgte die Niederwerfung der Normandie und Aquitaniens im gleichen Sommer und ein Feldzug gegen die Moriner und Menapier in Flandern. Ein durchschlagender Erfolg blieb Cäsar jedoch versagt. Im Winter 56-55 hatten zwei germanische Völker, die Usipeter und die Tencterer, den Rhein nahe seiner Mündung überschritten. Mit der Rheinüberquerung durch die Germanen war für Cäsar der Verteidigungsfall eingetreten. Früher als gewöhnlich kam er aus Oberitalien zum Heer. Er wollte das Problem lösen, bevor es größere Ausmaße annahm. Die Einzelheiten interessieren wenig. Nach der Gefangennahme der Gesandten eroberten die Römer gegen geringen Widerstand das feindliche Lager und vernichteten den Rest auf der Flucht in der Nähe des Zusammenflusses von Maas und Rhein. In Gallien glaubte sich Cäsar seiner Sache nun sicher und wandte den Blick bereits in den ferneren Westen. Die Überfahrt nach Britannien, die Cäsar trotz der späten Jahreszeit noch unbedingt im Jahre 55 in Angriff nehmen wollte, stand unter einem wenig glücklichen Stern. Sie war nicht gut vorbereitet, die Soldaten waren mit dem Phänomen der Gezeiten nur unzureichend vertraut. Stürme und Unwetter behinderten Überfahrt und Landung. Die Britannier zeigten sich jedenfalls wenig beeindruckt. Einen Gesichtsverlust verhinderte Cäsar nur dadurch, dass er die erste Invasion als Vorbereitung einer zweiten deklarierte. Der Feldherr hatte aus dem ersten Unternehmen gelernt. Er ließ einen neuen Schiffstypus bauen, breiter und niedriger, um die Boote schneller beladen und an Land ziehen zu können. Als Cäsar aus Illyrien zurückkehrte, lagen 600 dieser Lastschiffe
und 28 Kriegsschiffe auf Kiel. Die Armada brach mit einer Verspätung von 3 Wochen auf. Ungünstige Winde hatten eine frühere Überfahrt verhindert. Die Flotte lief bei Sonnenuntergang aus und erreichte am nächsten Mittag die Küste. Die Britannier, die sich dort versammelt hatten, wurden von der gewaltigen Zahl der Schiffe überrascht und zogen sich zurück. Die Kämpfe erwiesen sich als mühselig, die Invasoren kamen nur schwer voran. Unter dem Anführer Cassivellaunus hatten sich angesichts der gemeinsamen Gefahr verschiedene Völker zusammengeschlossen und bereiteten den Römern vor allem durch den Einsatz der für diese ungewohnten Streitwagen enorme Schwierigkeiten. Erst als unter den Gegnern alte Streitigkeiten wieder ausbrachen und einige der Völker sich Caesar ergaben, konnte er Land gewinnen und die Themse überschreiten. Ein größerer Ort wurde eingenommen, der inzwischen weitgehend isolierte Cassivellaunus ergab sich oder wurde von Caesar für besiegt erklärt. Er forderte Geiseln und erlegte Cassivellaunus einen Tribut auf, von dem aber nicht ein Sesterz das Festland erreichte. Der Abzug des Siegers glich mehr einer Flucht. Im Sommer 54 erlebte Gallien eine Missernte. Die Getreideknappheit zwang Caesar, die Winterlager der Legionen weiter auseinanderzulegen als gewöhnlich und damit ihre Kräfte zu zersplittern. Der am weitesten nach Osten vorgeschobene Posten lag im Gebiet der Eburonen, nördlich des heutigen Lüttich. Dort griff der Eburonenkönig am Biorix nach Absprache mit den Treverern an. Der erste Versuch schlug fehl. Am Biorix griff daher zu einer List. Er heuchelte freundliche Gesinnung und schlug einen Plan zum beiderseitigen Nutzen vor. Ein Abzug der Römer erspare seinem Volk die Lasten des Winterquartiers und rette die Legionäre vor den bereits anrückenden Germanen. Nach längerer Beratung entschlossen sich die Römer zum Aufbruch und gerieten in einen Hinterhalt, aus dem nur wenige Mann entkamen. Der Aufstand griff danach sofort auf die Nervier über. Eburonen und Nervier belagerten das Quartier einer weiteren im Gebiet der letzteren stationierten Legion. Unter abenteuerlichen Umständen gelangte ein Hilferuf zu Caesar und dessen Durchhalteappell zurück ins Lager. Mit großen Anstrengungen kämpfte sich der Feldherr vor und verhinderte eine Erstürmung. Für kurze Zeit schien sich nun die Lage zu beruhigen. Die Niederlage gegen Ambiorix war für Caesar eine persönliche Beleidigung. Aber sicherlich fühlte er sich auch für den Tod so vieler seiner Männer verantwortlich. Der erste Plan zielte darauf, die Eburonen zu isolieren. Zunächst überfiel Caesar noch vor Ende des Winters die Nervier, die angesichts der frühen Jahreszeit nicht mit einem römischen Angriff gerechnet hatten. Während der Legat Labienus die revoltierenden Treverer niederwarf, marschierte Caesar in das den Eburonen benachbarte Gebiet der Menapier. Die Vorbereitungen zum Endkampf gegen Ambiorix gipfelten in einem Rheinübergang. Den Eburonen sollte das rechtsrheinische Zufluchtsgebiet genommen werden. Nach der Rückkehr eröffnete Caesar den Feldzug gegen die Eburonen. Caesar war entschlossen, die Verbrecher, wie er sie nennt, ein für allemal auszulöschen. Er schickte sogar Boten an die benachbarten Völker und rief sie mit dem Versprechen auf Beute dazu auf, das Gebiet der Eburonen zu plündern. Der letzte Erfolg allerdings, die Gefangennahme des Ambiorix, blieb ihm versagt. Das 7. Kriegsjahr besitzt einen Helden, der nicht Caesar heißt. Der Held tritt erst mit Beginn des gallischen Aufstandes auf und verschwindet sofort mit dessen Niederschlagung. Vercingetorix ist der Mann, in dem Caesar die komplexen Kämpfe jenes Jahres personalisiert und den er damit unsterblich macht. Die innerrömische Politik strahlte von Anfang an auf die Ereignisse in Gallien aus. Im Winter 53-52 trat eine neue Situation ein. Am 18. Januar des Jahres 52 war der frühere Volkstribun Clodius Pulcher auf offener Straße ermordet worden. In Rom brachen Unruhen aus. Schnell verbreitete sich in Gallien die Kunde von Caesars prekärer Lage. Der befürchtete Aufstand brach mit Wucht los. Das Signal gab einen Überfall auf die Stadt Kenabum, das heutige Orléans. Am schnellsten reagierte der Averner Vercingetorix.
der sofort ein Heer aufzustellen begann. Andere Völker schlossen sich an. Cäsar brach so schnell wie möglich auf. Über die tief verschneiten Cevennen fiel er mit einer geringen Zahl neu Rekrutierter ins Gebiet der Averna ein. In rascher Reihenfolge fielen Velonodunum, Cenabum und Noviodunum in die Hände der Römer. Cäsar rückte bereits auf das besser geschützte Avaricum zu, als Vercingetorix für eine neue Strategie warb. Die Dörfer und Gehöfte, auch abseits der Wege, müssten eingeäschert werden, selbst die Städte in Flammen aufgehen, damit sich die Feinde dort nicht Proviant und Beute holten. Nach einer langwierigen Belagerung eroberten die Römer Avaricum und metzelten alles nieder, was sie antrafen. Mit dem Fall von Avaricum war im Ergebnis für keine Seite etwas gewonnen. Der Krieg setzte sich mit der nächsten Belagerung fort. Auf eine offene Feldschlacht wollte sich niemand mehr einlassen. So trafen sich die Gegner vor Gergovia, dem Hauptort der Averna. Die Belagerung wurde ein Kampf ums Prestige. Cäsar riskierte ihn. Am Schluss verlor er bei einem einzigen Ansturm 46 Zenturionen und 700 Soldaten. In Gallien liefen bereits erste Gerüchte um, Cäsar habe sich in die römische Provinz zurückgezogen. In Gergovia gescheitert, die wichtigsten Verbündeten verloren, vom Nachschub abgeschnitten. Cäsar hatte den Tiefpunkt seiner gallischen Karriere erreicht. Das militärische Ende in Gallien hätte das politische in Rom nach sich gezogen. So blieb Cäsar keine Wahl. In Eilmärschen erreichte er die Loire, überquerte sie unter schwierigen Bedingungen und fiel überraschend ins Land der Senonen ein. Dort gab es Getreide auf den Feldern und Vieh auf den Weiden. Zumindest die prekäre Versorgungslage entspannte sich. Zudem stieß nun auch Labienus zu ihm. In kürzester Frist wendete sich das Blatt. Einen taktischen Rückzug Cäsars ins Land der Sequaner missdeutete Vercingetorix als Flucht, bot ein Reitergefecht an und wurde geschlagen. Cäsar hatte noch nichts gewonnen, aber nun diktierte er das Handeln. Die Entscheidung musste vor Alesia fallen, der Stadt, in der sich Vercingetorix verschanzt hatte. Alesia lag hoch auf einem Hügel, auf zwei Seiten von Flüssen umgeben. Cäsars geschulter Blick erkannte sofort, dass eine Erstürmung wenig sinnvoll war. So wurde mit einem gewaltigen Schanzwerk begonnen. Zwei große Befestigungsanlagen umgaben schließlich Alesia in weitem Bogen. Die innere schloss Vercingetorix und die Seinen ein, die äußere sollte vor dem erwarteten gallischen Entsatzheer schützen. In Alesia befanden sich nach Cäsar etwa 80.000 Mann, dazu die Bewohner des Ortes. 30 Tage oder etwas mehr würden die Getreidevorräte ausreichen, hatte Vercingetorix vorgerechnet. Danach musste Hilfe von außen kommen, doch diese verzögerte sich, die Vorräte wurden immer knapper. Schließlich kam das gallische Entsatzheer, angeblich 250.000 Mann stark. Die ersten Angriffe auf die Befestigungsanlagen scheiterten. Ein dritter sollte die Entscheidung bringen. Da Vercingetorix von Alesia herab den inneren Belagerungswall zu stürmen versuchte, kämpften die Römer an zwei Fronten. Die Lage war unübersichtlich und entschied sich erst, als Cäsar im leuchtenden Kriegsmantel in den vorderen Reihen erschien. Alesia war die Entscheidung. Cäsar blieb als eine Art Brandwache im Land und schrieb im folgenden Winter in Bibracte seine Kriegsmemoiren. Es folgten im Jahre 51 noch kleinere Kämpfe, doch sie waren so, dass Cäsar die Verantwortung an seine Legaten delegieren konnte. Rom erhielt die Siegesmeldungen, aber noch wollte Cäsar die Kämpfe nicht für beendet erklären. Ein allgemeiner Friede in Gallien hätte seiner Abberufung das Wort geredet. Er benötigte aber die Immunität, die ihm das Amt verlieh. In dessen Schutz bereitete er sich auf neue Aufgaben vor. Anfang 58 hatte Cäsar Rom verlassen, um Gallien zu erobern. Anfang 49 verließ er Gallien, um Rom zu erobern. Aus dem Krieg gegen die Feinde Roms wurde ein Krieg der Bürger Roms und dieser Weg war, post eventum betrachtet, durchaus folgerichtig. Der Senat hatte sich gegen Cäsars Gesetze gesträubt, sie aber hinnehmen müssen.
Nicht alle hatten überhaupt gewusst, warum sie gegen Caesars Gesetze waren. Und sie konnten, nachdem diese einmal geschlossen waren, auch gut mit ihnen leben. Die Optimaten aber agitierten weiter gegen Caesar, auch wenn sie für den Moment wenig Hoffnung hatten, ihm schaden zu können. Im März 59 war Clodius dank Caesars Hilfe Plebejer geworden. Im Sommer wurde er zum Volkstribunen gewählt und im Dezember trat er sein Amt an. Bereits im Januar 58 brachte er die ersten Gesetze in die Volksversammlung ein. Es war ein wohldurchdachtes Programm, das allen etwas brachte: Senatoren, Rittern, den amtierenden Konsuln, Pompeius, Crassus, Caesar, der Plebs Urbana und Clodius selbst. Es regte sich denn auch kein Widerstand. Alle Gesetze wurden ordnungsgemäß und ohne jeden Versuch der Interzession beschlossen. Die Gesetze des Clodius spiegelten die Erfahrungen aus Caesars Consulatia und gaben in mancher Hinsicht schon eine Vorschau auf die kommenden inneren Auseinandersetzungen. Durch zwei Gesetze, welche die amtierenden Konsuln zu Statthaltern lukrativer Provinzen machte, sicherte sich Clodius deren Unterstützung und wagte mit dieser auch Angriffe auf Pompeius. In der Isolierung des Pompeius, seinem stetig sinkenden Ansehen, liegt einer der frühen Anlässe des Bürgerkrieges. Gegen beider Willen musste sich Pompeius den Optimaten wieder annähern. Nachdem er geholfen hatte, Cicero in die Verbannung zu schicken, half er nun, ihn wieder aus ihr zurückzuholen. Als ersten Dank erhielt er ein auf 5 Jahre befristetes prokonsularisches Imperium mit dem Auftrag, die Getreideversorgung Roms zu sichern. Das Kommando war ein Erfolg für Pompeius, doch mehr mochten ihm die Optimaten nicht offerieren. Sie wussten ihn gerne an ihrer Seite, aber der Preis dafür sollte niedrig sein. So boten sie zur Wahl für das Konsulat 56 einen entschiedenen Gegner der Triumviren auf: Catos Schwager Domitius Ahenobarbus. Noch einmal rückten Pompeius und Caesar zusammen. Da Gallien befriedet zu sein schien, hatte Caesar Zeit, sich auf die stadtrömische Politik einzustellen. In den Wintermonaten des Jahres 57-56 hielt er sich in seiner Provinz in Oberitalien auf. Von dort war es nicht weit, nach Ravenna und nach Lucca noch näher. So traf er in Ravenna zuerst Crassus, von dem fast 3 Jahre kaum etwas zu hören gewesen war, und wenig später, im April 56, in Lucca auch noch Pompeius. Die Zusammenkunft war nicht geheim. Angeblich sollen bis zu 200 Senatoren dort gewesen sein und eine erkleckliche Anzahl von Magistraten. Spätestens im Sommer wussten alle, auf was sich die Triumviren geeinigt hatten. Das Programm von Lucca sah ein gemeinsames Konsulat vor, anschließend sollten beide die von ihnen gewünschten Provinzen erhalten. Caesar wollte eine Verlängerung seines gallischen Kommandos bis einschließlich 49. Im folgenden Jahr hätte er dann nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist sein zweites Konsulat bekleiden können. Alle Versuche, ihn vorzeitig zurückzuberufen, sollten abgeschmettert werden. Von einem wirklichen Konsens der Triumviren war allerdings kaum zu sprechen. Die einzige Verbindung zwischen Pompeius und Caesar war Julia. Und auch dieser Kontakt riss ab, als sie im Sommer 54 bei der Geburt ihres Kindes starb. Von Crassus war seit dem Juni 53 ebenfalls keine Vermittlung mehr zu erwarten. Der geplante Triumph über die Parther war zu einem Triumph der Parther geworden. Das römische Heer war geschlagen, der Feldherr tot. Die Ereignisse in der Hauptstadt wurden für Caesar immer mehr zum Problem. Das einzige Gegengewicht zu den Optimaten und Pompeius bildete allerdings Clodius, der sich 53 anschickte, zur Prätur aufzusteigen. Da wurde er am 18. Januar 52 auf der Via Appia bei Bovillae getötet. Es war ein heimtückischer Mord und es spricht einiges dafür, dass Pompeius in entsprechende Pläne eingeweiht war. Sicher ist zumindest, dass er der Einzige war, der vom Attentat profitierte. In der Stadt waren auf die Nachrichten vom Mord hin Unruhen ausgebrochen. Pompeius war der Mann der Stunde. Nachdem er lange Zeit die Anarchie geschürt hatte, trat er nun als ihr Bekämpfer auf.
Bibulus, Cato und Ahenobarbus, die erste Reihe der Caesar-Gegner, billigten eine ungewöhnliche Besetzung des immer noch vakanten Konsulats von 52. Pompeius wurde zum Consul sine collega bestimmt. Das war nicht die Diktatur eines Sulla, aber es kam ihr schon nah. 52 schien das Jahr des Pompeius zu werden. Er konnte nun abwarten. Vielleicht hoffte er, die Gallier würden das Problem Caesar für ihn lösen. In Rom blieb es ruhig. Erst als die Entscheidung in Alesia gefallen war, setzten die Attacken wieder ein. Die Optimaten wollten das politische Ende Caesars, der ihnen nun gefährlicher denn je dünkte. Dieser dachte nicht daran, zurückzustecken. Caesar investierte in seine Legionäre, in die Plebs Urbana und in seine Standesgenossen, verdoppelte partiell den Sold für seine Soldaten und zeigte sich großzügig bei der Verteilung der Beute. Manch junger Karrierist erhoffte sich von einem Anschluss an Caesar einen schnellen Aufstieg oder schloss sich ihm aus Überzeugung an. Andere bezahlte er. Allein für Scribonius Curio, einen der Volkstribune von 50, und Aemilius Paulus, den Konsul desselben Jahres, soll er rund 100 Millionen Sesterze aufgewendet haben. Als am 1. März auf Antrag des Konsuls Claudius Marcellus über Gallien verhandelt wurde, geschah Überraschendes. Curio interzedierte nicht, wie allgemein erwartet, gegen den Antrag, Caesar baldmöglichst einen Nachfolger zu schicken. Er wollte nur einen Zusatz. Was für Caesar gelte, das solle auch für Pompeius gelten, der über die spanischen Provinzen und die dortigen Legionen gebot. Das sei im Interesse der Republik. Friede könne es erst wieder geben, wenn diese beiden mächtigen Männer wieder einfache Bürger seien. Curio handelte jedoch nur scheinbar gegen die Interessen Caesars. Er wusste, dass sich die Optimaten und Pompeius nicht auf diesen Kompromiss einlassen konnten. Sie wollten Caesar die Statthalterschaft entziehen und sonst niemandem. So geschah also vorläufig gar nichts. Im Dezember schließlich unternahm der Konsul Marcellus einen erneuten Vorstoß, Caesars Ablösung zu erzwingen. Nach mehreren Abstimmungen fiel die Entscheidung mit 370 zu 22 Stimmen gegen den Antrag des Konsuls. Curio verließ als Sieger die Kurie und wurde vom Volk gefeiert. Doch es war nur wenig erreicht, denn der 1. Januar würde neue Konsuln bringen, von denen sich keiner kaufen ließ. Zumindest nicht von Caesar. Gerüchte, die seit Oktober kursierten und mutmaßlich von Marcellus und seinen Leuten ausgestreut worden waren, hatten die Lage weiter verschärft. 4 Legionen Caesars, hieß es da, seien nach Placentia abgeordnet, hätten Marschbefehl nach Rom, wären bald dort. Das waren Erfindungen, doch Caesar rüstete in der Tat. Er scheint nicht mehr recht an eine Einigung geglaubt zu haben, obwohl er sich weiter darum bemühte. So fuhr er doppelgleisig. Während er das Gespräch anbot, bewegte sich eine Legion bereits in Richtung Ravenna. Weitere Truppen wurden nach Oberitalien verlegt. Es kam der 1. Januar 49. Die letzten gewählten Konsuln der Republik traten ihr Amt an. Seit dem 10. Dezember hatte Caesar bereits 2 neue Volkstribunen für sich gewonnen, die seine Interessen wahren sollten. Unter ihnen befand sich Antonius, der später das politische Erbe Caesars für sich reklamieren sollte. In einem Schreiben bot Caesar nochmals an, seine Legionen zurückzugeben, wenn Pompeius dies mit seinen mache. Die Offerte war vergeblich. Die Konsuln wollten der Sache ein Ende machen. Auf ihren Antrag hin beschlossen die Senatoren, Caesar habe bis zu einem bestimmten Termin, vielleicht im 1. März 49, seine Truppen abzugeben. Widrigenfalls gelte er als Staatsfeind. Caesars Tribunen legten ihr Veto ein. Eine Senatssitzung jagte die andere. Es schien, als ob die Senatoren ahnten, dass sie bald keine Gelegenheit mehr dazu haben würden. Die Volkstribunen versuchten alles, doch sie scheiterten. Schon wurde ein Nachfolger für den gallischen Statthalter benannt, in der Zession dagegen als unzulässig erklärt. Mit dem Tode bedroht, so behaupteten sie jedenfalls, flohen die Tribunen zu ihrem Auftraggeber. In Caesars Bericht über die Ereignisse in Rom
schwingt verhaltene Wut mit. Unzweifelhaft hält er Pompeius für den Hauptverantwortlichen für die Hetze gegen ihn. Als Pro-Magistrat mit Befehlsbefugnis über mehrere Legionen saß er vor den Toren der Hauptstadt, in der er kein Amt hatte, und zog von dort die Fäden. Der Freund vergangener Tage war zu den gemeinsamen Feinden übergelaufen. Sein Motiv? Offensichtlich. Die Nachrichten von der Flucht der Volkstribunen aus Rom erreichten Ravenna vermutlich am 10. Januar. Die Volkstribunen selbst reisten erst gar nicht dorthin. Sie begaben sich direkt nach Ariminum, um dort Caesar als öffentliche Kronzeugen des an ihnen begangenen Unrechts zu dienen. Dieser hatte die möglichen Reaktionen auf die Zurückweisung aller seiner Vorschläge längst durchgespielt. Er brauchte nicht mehr zu überlegen. Jetzt griff der Plan Sulla. 5 seiner Kohorten beorderte Caesar nach Ariminum, 5 nach Arretium. Er selbst blieb zunächst noch in Ravenna. Alles sollte, soweit das überhaupt möglich war, heimlich vor sich gehen. Wozu diese Tarnung diente, bleibt offen. Am Nachmittag des 10. Januar wohnte Caesar ausgesuchten Gladiatorenkämpfen bei. Am Abend begab er sich ins Bad und anschließend in den Speisesaal zu den Gästen. Das gewohnte Programm also. Nach Anbruch der Dunkelheit verabschiedete er sich mit dem Versprechen, wiederzukommen. Inzwischen war ein Wagen mit Maultieren bereitgestellt worden. Das gewohnte Pferd wäre zu auffällig gewesen. Plutarch berichtet, als er an den Fluss, den Rubikon, gelangte, welcher die Grenze bildet zwischen der gallischen Provinz diesseits der Alpen und dem eigentlichen Italien, fiel er in tiefes Sinnen. Schließlich aber schob er in leidenschaftlicher Bewegung die Zweifel von sich und tat den Schritt in die Zukunft. Dann fiel das große Wort Alea jacta est. Der Würfel ist gefallen. Sueton verdirbt allerdings die Pointe, denn Caesar sprach Griechisch. Anerifto kybos. Das ist ein Halbvers aus einer Komödie des Menander und hält den Moment fest, in dem der Würfel die Hand des Spielers verlässt. Er wagt das Spiel. Die Entscheidung ist ungewiss. Ohne Glück wird er sie nicht zwingen. Am Morgen des 11. Januar fiel Ariminum. Was nach Ariminum geschah, belegt die Voraussicht Caesars. Er hatte vieles in eine politische Einigung investiert, aber er betrachtete sie nicht als die einzige Option. Wenn wir Cicero glauben können, war Caesar in letzter Minute bereit einzulenken. Der Friede jedoch scheiterte. Unklar ist, ob an den neuen Konsuln, an Cato oder an Pompeius oder doch an allen. Die Städte fielen wie die Dominosteine und schon lange bevor Caesar die Hauptstadt erreichte, setzten sich Konsuln und Senatoren von dort ab. Die meisten hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen können, dass Caesar seine Truppen über den Rubikon gegen eine gewählte Regierung führen könnte. Immer neue Botschaften, Lügen, Schreckensnachrichten verschärften die Lage. Der Krieg, hieß es, stehe vor den Toren, ja, er habe das ganze Land erfasst. Niemand solle in Rom bleiben, dem Vaterland und Freiheit höher stünden als die Tyrannis, gab Pompeius als Parole aus. Er selbst suchte mit den Legionären, die ihm noch zur Verfügung standen, den Hafen von Brindisi zu erreichen, um von Epirus und Griechenland aus die Rückeroberung Italiens zu organisieren. Caesar wusste, wie gefährlich das für ihn war, und suchte ihm den Weg abzuschneiden. Dabei half ihm das Durcheinander im Lager der Optimaten. In Corfinium, einer Stadt östlich von Rom, zog Domitius Ahenobarbus knapp 20.000 Mann zusammen. Er handelte jedenfalls gegen den Rat oder die Aufforderung des Pompeius, und dieser lehnte es entsprechend scharf ab, ihn zu unterstützen, als Caesar am 15. Februar Corfinium einschloss. Eine große Anzahl Ritter und 5 Senatoren fielen Caesar in die Hände. Dieser aber ließ sie laufen. Caesar konnte durch Großzügigkeit demonstrieren, wie Unrecht ihm seine Gegner taten. Er nutzte seine Chance doppelt. Aus dem Militärischen machte er einen propagandistischen Erfolg, der ihn überleben sollte.
Seit Corfinium wurde die Milde, die Clementia, zur Herrschertugend. Im Bewusstsein der ersten Erfolge rückte Caesar weiter nach Apulien vor und erreichte am 9. März Brundisium, das heutige Brindisi. Pompeius hielt sich noch in der Stadt auf, die Konsuln waren bereits 5 Tage vorher in Richtung Dyrrhachion aufgebrochen. Eine Blockade misslang ebenso wie der nochmalige Versuch, sich mit seinem Kontrahenten zu unterreden. Die von der ersten Fahrt zurückkehrenden Transporter nahmen die restlichen Truppen auf, auch Pompeius verließ den Hafen von Brundisium. Am 17. März gehörten Italien und Rom Caesar. Alle Wege führen nach Rom, selbst der nach Spanien. Als Caesar von Brundisium kommend dort eintraf, war er wenig willkommen. Er berief den Senat zum 1. April ein. Um Caesar das Erscheinen zu ermöglichen, fand die Sitzung außerhalb des Pomeriums statt, denn mit Überschreiten der Stadtgrenzen hätte Caesar sein prokonsularisches Imperium verloren. Die erschienenen Senatoren beschlossen, eine Friedensdelegation zu Pompeius zu entsenden. Allein sie brauchten 3 Tage dafür und mussten am Ende erstaunt feststellen, dass zwar alle für den Antrag waren, aber niemand den Auftrag übernehmen wollte. Anfang Mai saß Caesar vor Massilia fest. Die Stadt stand in freundschaftlicher Beziehung zu Rom und sah sich plötzlich in der schwierigen Lage, sich zwischen 2 Vertretern der Stadt entscheiden zu müssen. Der Bürgerkrieg spaltete auch die außerrömische Welt. Die Massalioten taten das kurzfristig Vernünftige, langfristig aber Falsche. Sie gaukelten Caesar zunächst Neutralität vor, gingen dann aber zur Gegenseite über. Die Verteidigung organisierte der dank Caesars Nachsicht aus Corfinium geflüchtete Domitius Ahenobarbus, seit Januar Statthalter in Gallien. Zum 2. Mal innerhalb eines Vierteljahres saß er in der Falle und er durfte ein weiteres Mal entkommen. Die Belagerung lief stockend an, so dass sie Caesar bald einem seiner Legaten überließ. Nur 6 Wochen brauchte Caesar, um als Sieger aus Spanien zurückzukehren. Caesars militärische Erfolge beruhten oft auf einer kalkulierten Mischung von Überraschung und warten können. Er wusste, wann der richtige Zeitpunkt gekommen war. In Spanien manövrierte er, zunächst selbst in ungünstiger Ausgangsposition, die gegnerischen Legionen ohne Kampf in eine Lage, in der ihnen nur die Kapitulation als Ausweg blieb. So beendete er den 2-Fronten-Krieg gegen Pompeius, bevor er eigentlich begann. Es floss kein Blut, als sich die pompeianischen Truppen am 2. August bei Ilerda ergaben. Noch im September trat Caesar den Rückweg an. En passant nahm er die Kapitulation von Massilia entgegen. Domitius befand sich schon längst wieder auf der Flucht. Auf dem Marsch ereilte Caesar die Nachricht, dass er auf Beschluss des Volkes vom Prätor Lepidus zum Diktator ernannt worden sei. Als solcher hielt er nach Rom zurückgekehrt Konsulwahlen ab. Und da er auch gewählt wurde, durfte er am 1. Januar 48 sein 2. Konsulat antreten. Genau 10 Jahre nach dem 1., wie das Gesetz es befahl. Die römische Welt war geteilt. In Spanien, Gallien, Sizilien, Sardinien, in Rom und Italien besaß Caesar die Kontrolle. Pompeius herrschte über den Osten und Nordafrika. Zudem besaß er die Seehoheit. Um das Überraschungsmoment zu nutzen, setzte er mit nur 20.000 Mann über die Adria, nahm das epirotische Apollonia und saß fest. Die Flotte seines alten Feindes, Bibulus, patrouillierte an der Küste und verhinderte die Nachsendung weiterer Truppen. Pompeius hatte auf die Nachricht von Caesars Landung gerade noch rechtzeitig den wichtigen Hafen Dyrrhachion erreicht. Und so standen sich beide Gegner nach 1 Jahr wieder direkt gegenüber. Caesar sah eine letzte Gelegenheit zu einer Einigung mit Pompeius. Nach Augenzeugenberichten war Pompeius nicht einmal bereit, das Angebot Caesars zu prüfen. Das war etwa Mitte März. Bereits Anfang April hielt Caesar sich für den Stärkeren. Antonius war es gelungen, die Blockade zu durchbrechen und Caesar neue Truppen zuzuführen. Pompeius schützte sich durch einen 22 Kilometer langen Wall,
hinter dem ihn Cäsar mit einer eigenen Befestigungsanlage einschloss. Nach verschiedenen gescheiterten Versuchen sprengten Pompeius' Legionäre am 17. Juli den Belagerungsring. Die Lage war dramatisch. Es waren Fehler des Pompeius, die die Niederlage nicht zu einer endgültigen werden ließen. Als Konsequenz änderte Cäsar seine Strategie. Seine Stellung war ohnehin nicht zu halten. Er machte sich auf den Weg nach Thessalien, um zunächst einmal die Versorgung zu sichern. Pompeius entschied sich für die direkte Verfolgung Cäsars. Das erwies sich später als Fehler und setzte ihn vor der Geschichte ins Unrecht. Cäsar siegte schließlich. Trotz der angeblichen Fehler des Pompeius war die Schlacht, die an jenem 9. August 48 in der Ebene von Pharsalos geschlagen wurde, nicht so schnell gewonnen, wie es Cäsars Bericht vermuten lässt. Der Kampf weitete sich bis ins Lager des Pompeius aus, das von den dort zurückgelassenen Kohorten verbissen verteidigt wurde. Cäsars Soldaten waren von der langen Schlacht erschöpft, vor allem aber standen sie nun kampferprobten Hilfstruppen aus Thrakien gegenüber, die für ihre Tapferkeit wie Grausamkeit berüchtigt waren. Schließlich mussten die Verteidiger aber dem Geschosshagel weichen und Cäsars Legionäre stürmten das Lager. Pompeius befand sich, als die ersten Soldaten die Wälle stürmten, noch im Lager. Ein Drama shakespeareschen Ausmaßes bahnte sich an. Der ehemals mächtigste Mann des Reiches suchte ein Pferd. Er nahm das Erstbeste, das er im Getümmel greifen konnte, schwang sich darauf und jagte durch das Hintertor davon. Vorher hatte er sich noch den Feldherrenmantel von den Schultern gerissen. Ab jetzt reiste er inkognito. Pompeius floh auf Umwegen nach Ägypten, zuerst nach Pelusion und dann nach Alexandria, der letzten Station seiner Fahrt und seines Lebens. Am 28. September, dem Tag nach seinem 59. Geburtstag, wurde er dort ermordet, als er auf einem kleinen Kahn von wenigen Getreuen begleitet an Land fahren wollte. Den Beratern des jungen Königs Ptolemaios war ein toter Pompeius nützlicher erschienen als ein lebender. Als Cäsar 6 Tage später in Alexandria eintraf, wurden ihm der Siegelring und der abgeschlagene Kopf überreicht. Die Ägypter hatten das Problem, was mit Pompeius geschehen solle, für ihn gelöst. Cäsars ägyptischer Aufenthalt stellte Zeitgenossen wie Nachwelt vor ein Rätsel. Nach dem Sieg von Pharsalos drängte die Zeit, schon sammelten sich die verbliebenen Gegner erneut. In Afrika rüsteten sie zur vorletzten Schlacht. Cäsar kümmerte dies scheinbar nicht. Er verbrachte Woche um Woche in Ägypten. Cäsar war nicht willkommen, im Ornat des Konsuls schon gar nicht. Cäsar brauchte weiterhin dringend Geld für seine Truppen und so besann er sich auf eine alte Forderung an Ptolemaios XII. Der Vater des amtierenden Königs hatte Cäsar 17,5 Millionen Drachmen für diverse Gefälligkeiten zugesagt. Von diesen trieb er jetzt 10 Millionen ein oder versuchte es zumindest, denn es ist nicht ganz klar, wie viel die Ägypter bereits bezahlt hatten, als der Aufstand losbrach. Cäsar hatte ihn selbst verursacht, denn in Unkenntnis der Lage begann er, sich blauäugig in die innerägyptischen Thronstreitigkeiten einzumischen. Er meinte, den Zwist zwischen den Geschwistern Ptolemaios und Kleopatra mit einem Appell an Vernunft und an gemeinsame Interessen ausräumen zu können, übersah aber, dass Kleopatra eigentlich nur bei einem Rückhalt genoss, bei Cäsar selbst. Das Verhältnis von Cäsar und Kleopatra bedarf keiner großen Erklärungen. Der Triumph über Pompeius hatte Cäsar verjüngt und der erzwungene Aufenthalt in Alexandria begann ihn zu langweilen. So verwickelte sich Cäsar in ein Abenteuer, das seinem kalkulierenden Verstand vermutlich fremd war, ihm aber den Applaus einbrachte, der ihm zusagte. Sein Schiedsspruch, Ptolemaios und Kleopatra sollten ihre Heere entlassen und gemeinsam regieren, erntete dagegen nur geteilte Zustimmung. Der Bruder widersetzte sich und seine Berater, die um ihren Einfluss fürchteten, riefen das ägyptische Heer nach Alexandria. Cäsar verbarrikadierte sich in seinem Palast und verwickelte sich in einen Straßen- und Häuserkampf. Für den Feldherrn der gallischen Kriege eine ganz neue Erfahrung.
Es gelang ihm, die Insel Pharos mit dem berühmten Leuchtturm und die dorthin führende Mole zu besetzen und so die Zufahrt zum Hafen freizuhalten. Cäsar konnte seine Stellung in Alexandria schließlich so ausbauen, dass er sie bis zum Eintreffen von Verstärkungen ungefährdet halten konnte. Im März trafen Entsatzheer und Flotte vor Pelusion ein. Die ägyptische Armee konnte nun von zwei Seiten angegriffen werden. Cäsar siegte, Ptolemaios ertrank im Nil und Kleopatra war de facto Alleinherrscherin. Cäsar gönnte sich eine Atempause im Bürgerkrieg und half, Kleopatras junge Herrschaft zu stabilisieren. Anfang Juni verließ Cäsar schließlich Ägypten. Seine Reise sollte ihn über Syrien und Kleinasien nach Unteritalien führen. Cäsar ordnete auf seinem Weg, soweit dies en passant möglich war, die östlichen Verhältnisse neu und verpflichtete Städte, Gemeinden, Fürstentümer und Königreiche auf seine Person. Sein Ziel war inzwischen Pontos. Pharnakes, der Sohn des großen Mithridates und König des Bosporanischen Reiches, hatte das Machtvakuum nach Pharsalos genutzt, um alte Besitztümer zurückzuerobern. Er hatte sich im Gebiet von Pontos festgesetzt. In der Ebene von Zela standen sich am 2. August 47 die beiden Heere gegenüber. Binnen 4 Stunden war alles vorüber und Pharnakes auf der Flucht. Es war Cäsars kürzeste Schlacht und auch die berühmteste. Die Welt erfuhr von all dem durch einen Brief, den Cäsar an einen politischen Freund in Rom gesandt hatte. Mit 3 Worten fasste er darin die Schlacht und ihr Ergebnis zusammen. Veni, vidi, vici. Ich kam, sah, siegte. Im Herbst 47 erreichte Cäsar Rom. Auf seiner Seite lagen jetzt alle strategischen Vorteile. Schwierigkeiten bereitete ihm nur die Finanzierung und dies umso mehr, je länger der Bürgerkrieg dauerte. Die kämpfenden Truppen mussten finanziert werden und solange sie gebraucht wurden, drohten auch Meutereien, um Geldzahlungen zu erpressen. So wartete Cäsar nicht ab. Mitten im Winter, genau am 28. Dezember, begann die Invasion Afrikas, wo sich Cäsars Gegner unter Scipio gesammelt hatten. Das Unternehmen startete wie schon das in Epirus als Stellungskrieg. Er begann im Januar und zog sich bis in das Frühjahr hinein. Schließlich verlor Cäsar die Geduld. Wiederholt forderte er Scipio zum Kampf, bis ihn dieser am 6. April bei Thapsos annahm. Die Moral in Scipios Truppen bröckelte bereits. Plutarch schildert mit Blick auf das Wesentliche den Ablauf der Schlacht. Scipio war noch mit der Anlage des Lagers beschäftigt, als Cäsar mit unglaublicher Schnelligkeit durch waldiges Gelände vorstieß, dessen Zugänge man unbesetzt gelassen hatte. Scipios Truppen wurden zum Teil eingekreist, zum Teil frontal angegriffen. Die Niederlage war vollständig. Im vorwärts drängenden Schwung des Augenblicks hatte er in wenigen Stunden 3 Lager in seine Gewalt gebracht. Länge und Härte des Bürgerkrieges forderten ihren Tribut. Von Clementia sprach niemand mehr. Die Legionäre gerieten geradezu in einen Blutrausch. Vor Cäsars Augen, so der Bericht, wurden die Leute des Scipio bis auf den letzten Mann niedergemacht. Einige der Senatoren und Prätoren, die dem Gemetzel entronnen waren, begingen vor der Gefangennahme Selbstmord. Eine größere Anzahl wurde auf Befehl Cäsars hingerichtet. Cäsars großer Gegenspieler Cato war in der Stadt Utica, dem etwa 30 Kilometer nordwestlich von Karthago gelegenen Sitz des Statthalters, zurückgeblieben. Der Bote aus der Schlacht von Thapsos brauchte 3 Tage bis dorthin. In Utica brach nun Panik aus, doch Cato wiegelte ab. Bei Tagesanbruch versammelte er den Rat der 300, römische Kaufleute und Bankiers, die in Afrika Handel trieben, sowie die aus Rom dorthin geflüchteten Senatoren im Jupitertempel, um einen letzten Widerstand zu organisieren. Seiner Redekunst gelang es, nochmals Einheit herzustellen. Sie hielt nicht lange, denn am Ende erklärten Senatoren und Finanziers, sie seien weder imstande noch willens, gegen Cäsar Krieg zu führen. Einige drohten sogar, die eben noch verbündeten Senatoren zu massakrieren, so dass sich Cato
zu deren rascher Evakuierung entschloss. Er selbst beging Selbstmord. Nach Thapsos hatten sich nur wenige der prominenteren Caesar-Gegner vorläufig in Sicherheit bringen können. Scipio, der Oberbefehlshaber, erreichte zwar das rettende Meer, aber es brachte ihn nicht weit. Zunächst geriet er in einen Sturm, dann stellte ihn eine Flottille Caesars. Seine letzte Flucht war zu Ende, er stürzte sich in die See. Einzig die Söhne des Pompeius entkamen nach Spanien. Zu ihnen gesellte sich auch Labienus. Der Hass mobilisierte noch einmal alle Kräfte zum Widerstand. Es war allerdings nur noch die zweite Garde der Optimaten. Ein Überläufer und die beiden Söhne eines berühmten Mannes. Caesar verließ am 13. Juni Afrika und traf nach einem Aufenthalt in Sardinien am 25. Juli in Rom ein, das er bereits Anfang November wieder verließ. In weniger als 4 Wochen legte Caesar eine Strecke von nahezu 2500 Kilometern zurück und traf Anfang Dezember in der Nähe von Cordoba ein, wo ihm ergebene Truppen bereits warteten. Die Gegner hatten 13 Legionen aufgeboten, von denen Caesar allenfalls 4 als ernsthafte Gegner betrachten musste. Am 17. März schlug Caesar in der Nähe von Munda dann seine letzte Schlacht. Sie wurde erbitterter geführt, als er zunächst befürchtet hatte. Caesar eilte an die vorderste Front und ermutigte seine Leute. Er hatte einen Fehler begangen, der ihm sonst kaum unterlief. Er hatte den Gegner unterschätzt. Überliefert ist sein Diktum. Er habe schon häufig um den Sieg, an diesem Tage aber um sein Leben gestritten. Nach weiteren Kämpfen wurden Munda, Urso, Cordoba und Hispalis besetzt. Gnaeus Pompeius war zunächst entkommen, konnte aber die Flucht wegen einer Verletzung nicht fortsetzen. Er verbarg sich in einem Erdloch. Von einem seiner Leute verraten, zogen ihn die Verfolger heraus, säuberten ihm den Kopf und hieben ihn dann ab. Er wurde zu Caesar in Gades gebracht. Nach dem Kopf des Vaters hielt er auch den des Sohnes in der Hand. Danach ließ er ihn öffentlich zur Schau stellen. Er belohnte und bestrafte die verschiedenen Gemeinden, je nachdem, ob sie sich für die richtige oder falsche Seite entschieden hatten. 4 Jahre und 2 Monate waren seit dem Übergang über den Rubikon vergangen. Exakt auf den Tag genau vor 4 Jahren hatte Pompeius Rom preisgegeben. Nun gehörte es Caesar endgültig. Caesars Gegner waren, soweit sie diesen Namen verdienten, gefallen, ermordet, geächtet, auf der Flucht. Es blieb ihm das politische Mittelmaß, diejenigen, die bereit waren, mit jedem System zu paktieren, wenn es sie angemessen bezahlte und entsprechend würdigte. Unmittelbar nach Pharsalos hatte Caesar noch auf einen Übertritt seiner Gegner gehofft und ein Zeichen gesetzt, um ihnen diesen leicht zu machen. Er verbrannte ungeöffnet die zurückgelassene Korrespondenz der Flüchtigen. Es meldete sich bei ihm auch ein Überläufer aus dem Lager der Pompeianer. Er war ein Neffe Catos, hieß Junius Brutus und verhieß auf jeden Fall einen guten Anfang. Doch er blieb die Ausnahme. Andere warteten ab. Vielleicht wäre ohne den Tod des Pompeius noch eine Aussöhnung mit den Gegnern möglich gewesen. Für das neue Personal brauchte Caesar Geld. Wer selbst nicht mehr Macht ausübte, der musste bezahlt werden. Die alten Eliten wähnten ihren Dienst am Staat noch als Ehre. Die Magistrate lebten von den Erträgen ihrer Güter und weniger offenkundig von dem, was die Provinzen an Rom abführten. Via Senat übten sie die Macht aus. Einige Realiter, die meisten zumindest ihrer Vorstellung nach, und sie brauchten kein Salär, um sich gegenseitig ihres Status zu versichern. Im Staat Caesars wurde das anders. Um seine Anhänger bei Laune zu halten, musste er ihre Taschen füllen oder zumindest ihre Schulden bezahlen. Er konnte dies zunächst mit der gallischen Beute, später mit dem, was die Ächtung der Gegner einbrachte. Leichter tat sich Caesar mit den Aufsteigern und den Männern der dritten Reihe. Hier reichte oft der Anschein von Macht, manche waren gar mit der Karikatur von Ämtern zufrieden. Immer schneller drehte sich das Ämterkarussell. Wegen der Planung eines mehrjährigen Feldzuges gegen das Reich der Parther
mussten die wichtigsten Magistraturen im Voraus besetzt werden. Rom wimmelte von designierten Konsuln und Prätoren, Ädilen oder Quästoren. Nur wenige Günstlinge entgingen einem Amt. Der ohnehin seit Sulla aufgeblähte Senat wurde nochmals um 300 Neulinge aufgestockt. Von Caesars Reformen lässt sich nur ein verschwommenes Bild gewinnen. Der Eindruck des unsystematischen, von fallweise und ohne Konzept getroffenen Entscheidungen herrscht vor. Über das, was allenfalls in Caesars Vorzimmer diskutiert und besprochen wurde, gelangte nichts an die Öffentlichkeit als das dürre Ergebnis. So wissen wir selbst über die wichtigsten Maßnahmen, die Gründung von Kolonien, nur weniges. Die größten entstanden dort, wo Rom selbst für den größten Freiraum gesorgt hatte, auf dem Boden der beiden 146 geschleiften Städte Korinth und Karthago. In Italien selbst kam Staatsland zur Verteilung, namentlich Kampanien nahm Veteranen auf. Stets war Caesar dabei bemüht, persönliche Bindungen herzustellen, die neuen Siedler und neuen Bürger auf seine Person zu verpflichten und sich damit eine eigene Klientel zu schaffen. Als Neuorganisator des Städtewesens bleibt Caesars Verdienst dunkel. In vielem wird er über Anregungen nicht hinausgekommen sein. Sueton hat die Reformen in einem bunten Strauß von Wichtigem und Ephemerem zu einem Konvolut zusammengebunden, das sich mangels weiterer Kenntnisse kaum kommentieren lässt. Die Reform, mit der Caesar in die Zukunft wirken sollte, setzte sich allerdings erst ganz langsam durch. Die Einführung des julianischen Kalenders errechnet von dem griechischen Astronomen Sosigenes. Caesar war zu dieser Reform quasi beruflich verpflichtet gewesen, denn die Kalenderaufsicht oblag dem Pontifex Maximus. Er unternahm sie im Jahre 46, als die kalendarische Unordnung durch die bürgerkriegsbedingte Abwesenheit des Oberpriesters besonders groß geworden war. Mit zuzüglich 67 Tagen zum regulären Schaltmonat und insgesamt 445 Tagen machte er das Jahr 46 zum längsten der Weltgeschichte. Caesar feierte sich selbst. Nachdem Cato den Ersten, der Bürgerkrieg den zweiten Triumphzug verhindert hatte, genehmigte sich Caesar vom 20. September bis zum 1. Oktober 46 nicht weniger als 4 Triumphe. Er holte den über Gallien nach und ergänzte ihn durch diejenigen über Ägypten, Pontos und Afrika und, ein Jahr später, durch den über Spanien. Caesars Problem waren die Feinde, über die er seine Siege errungen hatte. Nur der Gallier Vercingetorix, der nun in Ketten zum Kapitol geschleift wurde, um dann nach römischem Brauch hingerichtet zu werden, war ein ebenbürtiger Gegner gewesen. Volk und Senatoren beschlossen Ehrung um Ehrung. Der Historiker Cassius Dio hat mit sichtlicher Freude an den Auswüchsen eine Reihe von Ehrungen aus den letzten Jahren der Herrschaft aufgelistet. So sollte etwa im Triumphzug Caesars Wagen von weißen Rossen gezogen werden. Im Senat durfte er, wie die Konsuln, auf der Sella Curulis Platz nehmen und seine Meinung als Erster äußern. Bei den Spielen saß er auf der Bank der Volkstribunen und bearbeitete dort seine Akten. Bei allen Festgelegenheiten trug Caesar das Triumphalgewand. Der Senat gab ihm den Beinamen Pater Patriae und beschloss den Titel Liberator sowie den Bau eines passenden Tempels dazu. Der Ehrentitel Imperator wurde zum ständigen Beinamen, der auch auf Söhne und Enkel übergehen konnte. Ein Haus auf dem Quirinal erhielt Caesar aus staatlichen Mitteln bewilligt, er allein sollte die militärische Leitung besitzen und die öffentlichen Gelder verwalten. Bei den Festumzügen wurde seine Elfenbeinstatue im Kreis der Götterbilder gezeigt. Caesars Bildnis wurde im Tempel des Quirinus aufgestellt, versehen mit der Widmung dem unbesiegten Gott und ebenso auf dem Kapitol in der Gesellschaft der 7 Könige Roms und des Begründers der Republik, des Brutus. In den Landstädten und in allen Tempeln der Hauptstadt waren ebenfalls Standbilder vorgesehen. Der Geburtsmonat wurde von Quintilis in Julius umbenannt.
der Geburtstag durch ein Staatsopfer gefeiert, eine neue Kurie hieß nun die Julische, ebenso eine Tribus. Ihm wurde ein im vierjährigen Turnus stattfindendes Fest geweiht und ebenso ein drittes Priesterkollegium. Er sollte, in der Öffentlichkeit stets getragen, sein Stuhl vergoldet werden. Dazu durfte er den Ornat der alten Könige anlegen. Schließlich bekam Cäsar sogar die Erlaubnis, sein Grab innerhalb des Pomerium anzulegen. Cäsar war der Staat. Mit dem Verschwinden der Republik, der Entmachtung des Senats und der Verpflichtung der Magistrate auf den ersten Mann musste für diesen ein ihm angemessenes Amt gefunden werden. Cäsar hatte eine ganze Reihe republikanischer Magistraturen innegehabt. Er war Flamendialis, oder sollte es werden? Er war Pontifex und Pontifex Maximus. Er war Legat, Militärtribun. Er durchlief die klassische Laufbahn vom Quästor über den Ädil und den Prätor bis zum Konsul. Dazu hatte er die üblichen Pro-Magistraturen inne und bekleidete mehrmals die Diktatur und verzichtete nicht auf kleinere Ämter. 47 machte er sich zum Auguren, 46 zum Praefectus Moribus, einem Sittenmeister. Cäsars Stellung entsprach derjenigen eines Monarchos, eines Alleinherrschenden. Der einzige Titel, der seiner Machtfülle entsprach, war der eines Königs. Bei den Römern hieß dieser Rex. Alle anderen Ämter, selbst das des Diktators, waren republikanischer Firlefanz. Es lässt sich annehmen, dass Cäsar den Königstitel trotz der negativen Assoziationen, die ihm im Laufe einer 4,5 Jahrhunderte langen Überlieferung immer stärker anhafteten, durchaus in Betracht zog. Cäsar verhielt sich vorsichtig. Die Ereignisse der letzten Monate vor den Iden lassen vermuten, dass Cäsar die Chancen eines Rex zumindest auslotete. Einen letzten Test, denn um einen solchen muss es sich gehandelt haben, unternahm Cäsar wenig später, nämlich am 15. Februar, an den sogenannten Lupercalia, einem Fruchtbarkeits- und Reinigungsfest. Cäsar betrachtete das Treiben von seinem Platz auf der Rednertribüne aus. Auf dem Höhepunkt der Feier stieg Antonius, selbst Angehöriger dieser Priesterschaft, auf die Bühne und bot Cäsar das lorbeergeschmückte Diadem als Zeichen des Königtums an. Spärlicher Beifall einzelner Klaköre setzte ein und klang schnell aus. Cäsar wies das Diadem auch beim zweiten Versuch des Antonius zurück. Jetzt erst bekam er den Applaus, den er sich zuvor gewünscht hatte. Im Staatskalender ließ er verewigen, der Diktator Cäsar habe die ihm auf Befehl des Volkes vom Konsul Antonius angebotene Königswürde zurückgewiesen. Der Weg zum Rex-Titel war damit ein für allemal verbaut. Cäsar zog die Konsequenzen. Für jenen 15. Februar ist zum ersten Mal eine ganz neue Amtsbezeichnung überliefert. Cäsar war nun Diktator Perpetuus, Diktator auf Lebenszeit. An den Lupercalia 44 hatte Cäsar noch einen großen Plan und noch einen Monat zu leben. Ein letztes Mal wollte er einen großen Feldzug führen. Ziel war das Reich der Parther. Aber es wurde gemunkelt, der Feldzug solle noch weitergehen bis zu den Indern. Cäsar gerierte sich wie ein neuer Alexander. Unklar bleibt, ob er auch so dachte. Die Hauptstadt war voll von Gerüchten. Gegner und Freunde hatten sie ausgestreut. Cäsar wolle seinen Amtssitz von Rom wegverlegen nach Troja oder Alexandria. Nur ein König könne die Parther besiegen. Schon in der nächsten Senatssitzung, der letzten vor der Abreise, solle er dazu ernannt werden. Vielleicht war es die bevorstehende Abreise, die die Verschwörer zur Tat zwang. Vielleicht verlieh sie ihnen auch den bisher fehlenden Mut, denn es würde auf Jahre hinaus die letzte Chance sein. Es waren 60. Die Attentäter waren von Cäsar enttäuscht oder hatten ihn als Anhänger des Pompeius schon immer bekämpft, sich nach der Niederlage aber zurückgehalten. Als Kopf der Verschwörung gilt Marcus Brutus. Doch auch er erscheint in der Überlieferung nur als Getriebener optimatischer Erwartungen.
die Verschwörer fühlten und gaben sich als Befreier. Auf ihrer berühmtesten Münze ist über die Legende Aedibus Martiis, die Iden des März, zwischen zwei Dolchen der Pileus zu sehen, ein halbkugelförmiger Hut. Der Pileus war dem römischen Bürger das Symbol der Freiheit. Was das freilich für eine Freiheit war, wussten die Verschwörer nicht genau, ein Programm besaßen sie nicht. Offenbar nahmen sie an, dass die Lücke, die Caesar hinterlassen würde, sich von selbst wieder mit der Aura der alten Republik füllen müsste. Zwar besaßen die Verschwörer nun den Willen, Caesar zu töten, aber noch fehlten Gelegenheit und Courage. Als Ort wählten sie das Senatsgebäude im berechtigten Glauben, Caesar rechne dort am wenigsten mit einem Anschlag. Am Morgen des 15. März scheint Caesar vorgehabt zu haben, die Senatssitzung durch Antonius absagen zu lassen. Vielleicht beunruhigten ihn die Träume seiner Frau Calpurnia, vielleicht ungünstige Vorhersagen der Seher. In diesem Augenblick des Zweifels beredete ihn Decimus Brutus, er dürfe die versammelten immer noch hohen Herren nicht brüskieren. So ging Caesar denn in Begleitung des Antonius um die fünfte Stunde, ungefähr 11 Uhr, den Gang zur Kurie. Auf dem Weg steckte ihm, so die Überlieferung, jemand ein Billett mit einer letzten Warnung zu. Caesar las sie nicht. Was folgte, erzählt letztgültig Plutarch. Als Caesar den Senat betrat, erhoben sich die Senatoren ehrerbietig von ihren Sitzen. Einige von Brutus' Freunden stellten sich hinter Caesars Stuhl, die anderen gingen ihm entgegen und immerfort mit Bitten, ihn bestürmend, folgten sie ihm bis zu seinem Sessel. Caesar nahm Platz. Da fasste Tullius mit beiden Händen seine Toga und riss sie ihm vom Hals herunter. Dies war das verabredete Zeichen zum Angriff. Zuerst traf ihn Casca mit dem Dolch in den Nacken. Doch ging der Stich nicht tief und war nicht tödlich. Caesar vermochte sich umzudrehen, den Dolch zu packen und festzuhalten. Schauderndes Entsetzen fasste die Nicht-Eingeweihten nach diesem ersten Stoß. Sie wagten nicht zu fliehen, noch Caesar beizuspringen. Kein Laut kam über ihre Lippen. Die Verschworenen aber entblößten alle ihre Schwerter und umringten den Überfallenen. Wohin sich Caesar wendete, überall zuckten Hiebe, fuhren ihm Klingen vor Gesicht und Augen hin und her, er wurde durchbohrt wie ein wildes Tier. Einige Berichte fügen bei, Caesar habe sich schreiend hin und her geworfen, um den Stößen zu entgehen. Aber als er Brutus mit gezogenem Schwert unter den Gegnern erblickte, zog er die Toga übers Haupt und leistete keinen Widerstand mehr. Er brach am Sockel, auf welchem die Pompeius-Statue stand, zusammen. 23 Mal soll er getroffen worden sein. Auch die Mörder hatten sich gegenseitig verwundet, da so viele Schwerter nach dem einen Körper zielten. Unmittelbar danach trat Brutus vor die Senatoren, um die Tat zu begründen. Diese aber flohen Hals über Kopf und fachten unverständliche Worte stammelnd den allgemeinen Schrecken noch an. Antonius verkleidete und versteckte sich. Es schien die Stunde der Verschwörer. Als ob sie insgeheim mit einem Scheitern des Attentats gerechnet hätten, besaßen sie aber keinen Plan, was der Ermordung folgen sollte. Sie ließen die Leiche liegen, wo sie war, und stiegen, ihre Dolche in der Faust, Freiheitsparolen skandierend, zum Kapitol hinauf, um Jupiter zu danken. Die meisten Senatoren und Ritter fürchteten einen erneuten Ausbruch des Bürgerkrieges. Die Stimmung im Volk war ambivalent. Antonius fasste sich als Erster. Noch in der Nacht des Mordes brachte er den Staatsschatz an sich. Von Calpurnia erhielt er Caesars Papiere. Als amtierender Konsul berief er den Senat ein, der sich am 17. März noch vor Tagesanbruch im Tempel der Tellus versammelte. Die Caesar-Mörder fehlten, doch Antonius setzte zunächst auf Ausgleich. Die Acta Caesaris, Caesars Maßnahmen, wurden anerkannt, zugleich die Verschwörer amnestiert. Die alte Zeit schien wieder angebrochen, indes Brutus und Cassius waren nun keine Befreier mehr. In dem Augenblick, in dem Caesars Gesetze für rechtens erklärt worden waren, waren sie nun
begnadigte Mörder. Inzwischen kannte Antonius auch den Inhalt von Caesars im September 45 verfassten Testament. Dieses und der Leichnam, den die Attentäter allzu großzügig zurückgelassen hatten, genügten ihm, um ein Spektakel zu inszenieren, wie es Rom noch nicht gesehen hatte. Der tote Diktator wurde verhüllt auf die Bühne gebracht. Und Antonius zeigte auf dem Höhepunkt seiner berühmten Rede der versammelten Menge das blutige, von den Dolchstößen zerrissene Gewand. An einer Wachsnachbildung konnten auch Entfernstehende die 23 Wunden erkennen. In gewisser Weise war Caesars letzter Auftritt auch sein größter. In dem Moment, in dem Antonius auf den blutigen Leichnam Caesars wies, so schreibt es Plutarch, zerrissen alle Bande der Ordnung. Die einen schrien, man solle die Mörder totschlagen, andere rissen, wie einst bei der Leichenfeier für den Volkstribunen Clodius, Tische und Bänke aus den Läden und Werkstätten, türmten sie aufeinander und errichteten einen gewaltigen Scheiterhaufen, auf dem sie dann die Leiche aufbahrten. Als die Flamme aufloderte, stürzte das Volk von allen Seiten herbei, riss die brennenden Scheiter heraus und lief zu den Häusern der Verschworenen, um sie in Brand zu stecken. Die Menge kehrte bald darauf zum Scheiterhaufen zurück und errichtete dort einen Altar, auf dem sie Caesar opferte. Nun war er ein Staatsgott geworden. Der Caesar, den die Neuzeit feierte, wurde erst nach den Iden des März geboren. Das positive Bild des Diktators, das vor allem die Altertumswissenschaft des 19. Jahrhunderts prägte, beruht auf den Meinungen, welche sich die kaiserzeitlichen Autoren über Caesar bildeten. Die historische Gestalt verschwimmt im Nebel der Überlieferung. Sie ist lediglich das Gefäß, in das lange Generationen von Philologen, Historikern oder Staatsmännern ihre meist politischen Ansichten gossen. Wer die vielen Wolten, Brechungen und Spiegelungen meiden will, muss zu den Zeitgenossen zurückkehren. Sicherlich sind sie meist Partei, und das trübt ihr Urteil ebenso wie die fehlende Distanz. Sie haben sich ihre Meinung jedoch in direkter Anschauung ihrer und der Sache Caesars gebildet. Es sind nicht, wie bei den späteren, Meinungen von Meinungen. Was wir über den frühen Caesar bis in die Zeit der ersten Ämter erfahren, sind posthume Anekdoten, von Freunden und Gegnern erfunden und von der kaiserzeitlichen Historiographie zu einem verwirrenden Meinungsbild verdichtet. Das früheste zeitgenössische Zeugnis, das sich erhalten hat, ist die vierte catilinarische Rede Ciceros aus dem Jahre 60. Caesar war also bereits über 40 Jahre alt, als die Zeitgenossen begannen, ihn über das Maß hinaus wahrzunehmen, dass sie an Aufmerksamkeit jedem politischen Talent schenkten. Cicero verfolgte Caesars Karriere spätestens seit seinem eigenen Konsulat 63 genauer. Wenn er deren Dynamik lange Zeit unterschätzte, so teilt er diesen Fehler mit anderen Zeitgenossen. Nur die wenigsten ahnten vor dem Beginn des Bürgerkrieges, wozu Caesar fähig war. Die meisten begriffen es auch danach nicht. Cicero schwankte in seinen Aussagen, je nachdem, ob Caesar als popularer, politischer Gegner oder als Verbündeter des Pompeius Freund war, je nachdem, ob Caesar ihn für sich zu gewinnen suchte oder ihn ignorierte. Ein klares Bild geben erst die späten Urteile aus der Zeit, in welcher der Jubel über die Iden und die scheinbare Befreiung von der Tyrannei einer ruhigeren Einschätzung gewichen war. Ciceros Äußerungen haben besonderes Gewicht, aber es sind nicht die einzigen in der späten Republik. Die umfangreiche Korrespondenz, die der Redner hinterließ, enthält auch Briefe anderer Senatoren und bietet ein etwas breiteres Spektrum von Meinungen zur Lage des Staates. Von den eingefleischten Gegnern Caesars, von Cato oder Domitius, vom Attentäter Brutus oder vom Überläufer Labienus, ist wenig Überraschendes zu erwarten. Aber jenseits von ihnen ist noch ein Dutzend Stimmen zu hören, die aus dem Lager Caesars kamen oder von Leuten, die ihm nahestanden. Keine andere der bekannten Persönlichkeiten der Republik hat Caesar so gefördert wie den nachmaligen Historiker Sallust. Er verdankt ihm seinen Aufstieg zum Prätor und Statthalter,
seinen überdimensionierten Reichtum und den Freispruch in einem Prozess. Er war alles durch Cäsar und mit dessen Tod endete auch seine Karriere. So zollt er ihm auch Lob in seiner nur wenig später 42 oder 41 publizierten Catilina-Monographie. Die wichtigste Stimme über Cäsar ist seine eigene. Aus dem, was erhalten ist, immerhin die kompletten Kommentarii, erfahren wir jedoch beinahe nichts über irgendwelche politischen Ziele und Vorstellungen. Seine Schriften beschränken sich auf das, was er beherrschte, das Militärische. Wer von Cäsar etwas über Cäsar erfahren will, muss lesen, was er über seine Gegner schreibt. Über deren Vorstellungen, Wünsche oder Ziele redet er offen. Sie ähneln dem, was diese ihm vorwerfen. Hoffnung auf ein Heer, auf Provinzen, Schenkungen, Rache für erlittene Kränkungen, Angst vor Prozessen, Geltungssucht und Geldmangel, Wunsch nach einer Vorrangstellung in Rom. Der Wettstreit um Ehre und Geld, der in den Verlautbarungen der Beteiligten als Theater der Eitelkeit, als Marionettenspiel einiger weniger Akteure erscheint, zu dem das Volk pfiff oder klatschte, hinterließ Tod und Verwüstung auf drei Kontinenten. In nur 4 Jahrzehnten war Cäsars Bürgerkrieg der 3. Versuch, der Republik die Herrschaft eines Einzelnen aufzuzwingen. Sulla zog sich nach dem Sieg zurück. Catilina scheiterte. Cäsar gewann die Macht und behielt sie. Der große Georg Büchner richtete sich am Ergebnis aus und sah in Cäsar nichts weiter als einen glücklichen Catilina. Tatsache scheint, dass ein Programm Cäsars über das Ende der Republik hinaus nicht erkennbar ist. Er starb mit der Republik, deren Untergang er besiegelt hatte. Das System, das sich später nach einer Phase neuer Bürgerkriege unter Augustus entwickelte, scheint mit den knapper gewordenen Ressourcen der Provinzen sparsamer umgegangen zu sein und, ungeachtet alter Steuern und neuer Eroberungen, vielleicht sogar Interesse an einer relativen Wohlfahrt der Provinzialen gezeigt zu haben. Wenn dem so ist, wären Cäsar, aber auch die Iden des März ein Fortschritt.